Es ist Donnerstag, der 21. März 2013. Hier ist die Sendung Macht und Menschenrechte auf Radio Jungle Drum. Mein Name ist Volker Reusing. Heute geht es um Geoengineering, vor allem Chemtrails als eine der bekanntesten Formen des Geoengineering. Dazu werde ich gleich live sprechen mit Alexander Benisch von Recentre und mit Dominik Storr von der Bürgerinitiative Sauberer Himmel. Außerdem geht es in unserer Sendung um Hunger in Deutschland. Dort habe ich interviewt Ute Hausmann, Frau Hausmann ist Geschäftsführerin von dem Menschenrechtsverband FIAN, der sich für das Menschenrecht auf Nahrung einsetzt. Kommen wir zuerst zum Interview mit Alexander Benisch. Guten Abend. Einen wunderschönen guten Abend. Danke für die Teilnahme an der Sendung. Ihr habt bei euch den Film Why in the World Are They Spraying in deutscher Synchronfassung. Ich denke, es ist eines der bahnbrechenden Werke zur Information über Geoengineering und was Chemtrails sind. Ich hatte mich entschlossen, ziemlich spontan eigentlich die Synchro zu machen. Wir machen das ja seit ein paar Jahren, dass wir bestimmte Inhalte einfach zugänglich machen im deutschsprachigen Publikum. Und es sind eigentlich noch mehr, weitaus mehr Werke in Planung von verschiedenen Organisationen. Alex Jones plant einen sehr, sehr umfangreichen Film über Chemtrailing, Geoengineering, Wettermanipulation, Klimamanipulation. Allerdings ist da erstmal seit rund einem Jahr Pause mit Dokumentarfilmen, bis die ihre TV-Sendung etablieren. Ja, es gehört einfach noch sehr viel mehr über das Thema gemacht. Wenn man sich damit beschäftigt, merkt man sehr, sehr schnell, das Wetter steuert unsere gesamten Wirtschaftsprozesse und hat natürlich auch eine der wichtigsten militärischen Bedeutungen. Man erkennt ja auch an dem Umstieg auf alternative Energien, wenn man Wind kontrollieren kann, wenn man Regen kontrollieren kann, Wolken kontrollieren kann. Es lässt sich einiges damit treiben. Und die breite Diskussion findet eigentlich noch nicht statt. In der generellen Öffentlichkeit heißt es einfach, es gibt Ideen, es gibt auch schon technisch umsetzbare Maßnahmen, aber es ist alles noch sehr unerforscht und Zukunftsmusik. Und es ist eher so eine Art Notlösung, falls wir die Klimaerwärmung nicht anderweitig bekämpfen können. Da haben dann die Forscher dann eben diese Notlösung parat und das ist irgendwie noch 5 bis 10 Jahre in der Zukunft angeblich. Jetzt, soll das ja auch die Sonneneinstrahlung beeinflussen, auch wenn man Strom oder Wärme mit Solarenergie erzeugen will, kann ja auch die Leistung dann von den Solaranlagen durcheinander kommen. Ich kann mir ja vorstellen, dass da lauter Rechtsstreitigkeiten entstehen können gegen die Falschen, in den Zonen, wo viel Geoengineering passiert. Ja, die Konsequenzen von dem Ganzen sind verheerend. Man muss sich überlegen, wo kommt das Ganze her? Also seit wann gibt es Forschung in dem Bereich? Wann haben Menschen tatsächlich den Sprung gemacht von dem Regentanz und anderen vergeblichen Maßnahmen, das Wetter zu beeinflussen? Wann haben wir den Sprung gemacht zu den tatsächlichen umsetzbaren Technologien? Ich meine, wir kennen es ja. Menschen erfanden dann Götter wie Zeus, die Blitzeschleuderer, weil sie das gerne selber machen würden. Und es geht zurück, die Wettermanipulation, auf den Zweiten Weltkrieg. Während dem Zweiten Weltkrieg hatten die verschiedenen Mächte gewaltige Summen investiert in ihre jeweiligen Streitkräfte, insbesondere natürlich Kampfflugzeuge und Bomber. Das hatte sich in moderner Kriegsführung als extrem effektiv erwiesen, wenn auch sehr wetteranfällig. Man muss bedenken, dass verschiedene Armeen zu der Zeit des Zweiten Weltkriegs noch Kavallerien unterhielten, also Männer mit Säbeln auf Pferden. Vor dem Zweiten Weltkrieg gab es sehr, sehr wenig meteorologische Forschung. Man wusste verhältnismäßig wenig über das Wetter und die Vorhersagen waren dementsprechend mäßig. Das Wetter war ein dermaßen wichtiger Faktor im Krieg, dass Schlachten dadurch entschieden wurden, wer mehr Glück bei seiner Wettervorhersage hatte. Wichtige Angriffe wurden auf Schönwetter- oder auf Schlechtwetterperioden verlegt. Die Auswirkungen des harten Winters auf Hitlers Ostfront beispielsweise sind sehr, sehr gut erforscht und bekannt. Militärs entwickelten dann wegen der Bedeutung des Wetters auch die Meteorologie weiter. Man gab dann sehr viel Steuergelder aus für Universitätsprogramme, MIT, Caltech und so weiter. Man bildete sehr viele neue Leute aus und rekrutierte natürlich zivile Wissenschaftler für militärische Forschungen. Es ging verständlicherweise nicht primär darum, der generellen Bevölkerung eine bessere Wettervorhersage in den Abendnachrichten zu bieten, damit diese am nächsten Tag dann nicht vergisst,
den Regenschirm einzupacken. Das Ziel war es, mit 85% Trefferquote dem Militär eine Vorhersage für die nächsten 3 Tage zu bieten. Also das klingt erstmal recht wenig, aber selbst das war eine sehr, sehr große Herausforderung. Man stieß dann irgendwann an die Grenzen des Machbaren in dieser Hinsicht. Gleichzeitig verfügte man über sehr viel angehäuftes Wissen, über Wolken, Sonneneinstrahlung. Man verfügte auch über jede Menge Ausrüstung, sodass der logische nächste Schritt darin bestand, auszuprobieren, wie man selbst Wolken machen oder Wolken zersetzen kann, wie man Regen herbeiführt, Hagel, einen Sturm oder sogar Hurricanes. Jetzt stellt sich mal die Frage, was ist in diesen Chemtrails drin? Ein Freund von uns, der Klaus Lohfink-Blanke, vielen auch von der Blau-Gulli-Parlament bekannt, hat eine Petition gemacht und Antwort vom Petitionsausschuss war, dass es eben ein Konzept gibt mit Schwefelverbindung. Und man kennt ja zum Beispiel das mit dem sauren Regen, wo man, soweit ich mich entsinne, 80er, 90er Jahre sollte es doch das sein, Schwefeldioxid, was die Wälder bedroht. Und dann hat man ein Konzept mit Schwefelverbindung, gibt der Petitionsausschuss des Bundestages zu. Und das mit dem sauren Boden, möglicherweise in der Reportage, weil in The World As I Spraying, könnte ja vielleicht auch darauf hindeuten. Aber die in der Reportage genannten Stoffe sind jetzt Aluminium, Strontium, Barium. Was ist jetzt richtig? Sowohl als auch. Also es gibt hier Unterschiede in der Art und Weise, wie man das Ganze an der Öffentlichkeit präsentiert. Also man hat hier eine Medienstrategie, man möchte zuerst die sogenannten Überzeuger überzeugen. Das sind Leute aus der Wissenschaft, Politiker, Leute, die Einfluss haben auf andere Menschen. Und zuerst möchte man die überzeugen und dann sollen diese Leute wiederum die breitere Bevölkerung überzeugen, dass das irgendwie sinnvoll wäre oder notwendig wäre oder das alternativlos wäre, wie auch immer. Aus der Perspektive muss man das Ganze betrachten, denn sowohl Schwefeldioxidpartikel als auch Aluminiumpartikel, wie auch Strontium, Barium und so weiter und so fort, beziehungsweise Mixturen davon, alles hat sich als sehr, sehr erfolgreich erwiesen in solchen Forschungsprogrammen. Und die Frage ist halt bloß, was erzählt man den Leuten als erstes? In den USA, die führenden Geoengineering-Experten sprechen die ganze Zeit eigentlich hauptsächlich von Aluminium. Es sei am billigsten, es sei am einfachsten. Man könnte diese Partikel so weiterentwickeln, dass sie eben effektiver sind. Und hier in Europa, in Deutschland hingegen, spricht man erstmal nicht von Aluminium, sondern man spricht zu der Öffentlichkeit hauptsächlich über Schwefeldioxid. Man kann es den Leuten noch ein bisschen verkaufen und sagen, naja, das ist so ein bisschen wie bei natürlichen Vulkanausbrüchen, wo dann sehr viel Schwefel in der Luft landet. Wenn es uns vor den Folgen der globalen Erwärmung schützt, dann ist es ja noch zu verschmerzen. Das kann man den Leuten noch erzählen, obwohl es natürlich sauer Regen mit sich bringt. Aber Aluminium, da hört dann der Spaß auf, zumindest für die Deutschen wahrscheinlich und für viele andere Leute in Europa. Deswegen spricht man hier beispielsweise in einem Dokument des Bundesministeriums für Forschung und Bildung spricht man hier in Deutschland eher nur von Schwefel und nicht von den anderen Substanzen. Man tut einfach so, als würde die Forschung über die anderen Substanzen kaum existieren oder als wäre es einfach nur marginal. Wo findet man dieses Dokument von dem Bildungs- und Forschungsministerium? Das Ganze hatten wir behandelt vor ein paar Monaten in der Sendung. Also man klickt sich hier einfach in die Suchmaschine seiner Wahl und sucht nach den entsprechenden Begriffen, also das Dokument. Ich versuche das hier gerade mal live zu machen und stößt dann darauf, weil es gibt sehr viele Dokumente dieser Art. Also sowohl Forschungseinrichtungen als auch Regierungen geben diese Dokumente heraus. Die Bundeswehr hat vor kurzem eins veröffentlicht über die Sicherheitsaspekte von Geoengineering. Man tut so, als sei das Ganze noch Zukunftsmusik, sagt aber, okay, was passiert, wenn sich die sogenannte Gemeinschaft der Nationen, also Anführungszeichen heißt das, die USA, wenn sich die USA entscheiden, über die Köpfe der anderen Länder hinweg diese Programme zu betreiben, was passiert dann? Gibt das dann einen neuen Krieg oder in welcher Form entstehen hier Spannungen? Also ich suche hier nach Ministerium Forschung, Bildung, Geoengineering. Das Ganze war eine Sondierungsstudie. Ist also unter Geoengineering zu finden dort. Unter Sondierungsstudie. Und zwar hier haben wir das Ganze, glaube ich, Forschung zu Klimaschutz und Klimawirkungen, das BMBF.
Hier, gezielte Angriffe in das Klima, eine Bestandsaufnahme der Debatte zu Climate Engineering. Das Keel Earth Institute und das Bundesministerium für Bildung und Forschung, also das Amt, hat den Auftrag gegeben, dieses Dokument zu erstellen. Das ist der Titel: Gezielte Angriffe in das Klima, eine Bestandsaufnahme der Debatte zu Climate Engineering. Ein sehr, sehr ausführlicher Text, mal die alles schon groß und breit analysiert, welche Methoden es gibt, welche rechtlichen Grundlagen es gibt. Kann man das einfach so machen? Es gibt ja zum Beispiel internationale Abkommen gegen Wetterwaffen. Wetterwaffen sind eigentlich verboten. Und hier sagt man dann, naja, es sind ja hier rein zivile Technologien und zivile Maßnahmen, das ist alles schon irgendwie in Ordnung. Sehr interessantes Dokument und man spricht ja auch eben ganz klar über eine Maßnahme des Geoengineerings, nämlich dieses Chemtrailing. Man modifiziert existierenden Flugzeugtreibstoff, dass einfach die Abgase verändert werden. Oder man hat Flugzeuge mit eigens entwickelten Sprühvorrichtungen. Das gibt es ja auch schon seit dem Zweiten Weltkrieg, dass man sehr, 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 sehr vehement in die Richtung geforscht hat. Und es fand sich immer irgendein Unternehmen, das man heimlich, still und leise unter der Hand kontaktiert und man fragt halt von Seiten des Militärs, könnt ihr uns sowas bauen? Wie müsste sowas aussehen, wenn wir dies und jenes vorhätten? Und dort findet man in diesem Dokument unter anderem halt eben auch diese klassischen Chemtrailing-Maßnahmen und sagt dann einfach, das ist das Billigste, das Effektivste. Und das ist was, was die Leute halt eben seit 10, 15, maximal 20 Jahren am Himmel eben beobachten, diese Veränderungen. Das, was wir beobachten können, ist exakt das, was von all diesen Geoengineering-Experten vorgeschlagen wird. Die sagen zwar, das ist noch Zukunftsmusik und wir planen das und es ist in den Kinderschuhen, aber exakt das, was sie da uns hier auftischen, ist eigentlich das, was man bereits schon sehen kann. Also entspräche das dem klassischen militärischen Vorgehen, dass man einfach heimlich, still und leise bereits anfängt und die Leute dann vor vollendete Tatsachen setzt und gar nicht erst wartet, bis sich dann ein Konsens rausbildet. Oder bis sich dann irgendeine juristische, legale Basis da herauskristallisiert hat. Jetzt gibt es diese Konvention, wenn ich die Reportage richtig verstanden habe, ja schon etwas länger, dass man Geoengineering nicht für kriegerische Zwecke einsetzen darf. Die NATO hat 1999 in ihr strategisches Konzept aufgenommen, die Bekämpfung des Klimawandels. Mir kommt das so vor, als ob die Bekämpfung des Klimawandels möglicherweise, dass man jetzt diesen Ausrede hat, man tut ja was gegen den Klimawandel, dass man sich damit diese Option doch eröffnen will, militärisch das zu nutzen, Ja. wenn auch nicht für einen Angriff. Also es erschließt sich aus der generellen Verhaltensweise von Militärs, nicht nur der USA. Also man braucht ja nicht nur primitives NATO-Bashing betreiben. Es gibt ja nur noch vier Machtzentren auf dem Planeten, dreieinhalb eigentlich. Aber jedes Machtzentrum natürlich versucht an diesen Technologien zu forschen, hat einen Anspruch auf die ganze Welt, erhebt natürlich den Anspruch. Jedes Militär versucht ihre Forschung zu decken, zu verhüllen. Und wir haben das ja gesehen bei Verboten über biologische und chemische Waffen. Eigentlich ist die Forschung, die aktive Forschung daran verboten. Man darf also eigentlich vor allem in NATO-Ländern keine neuen Substanzen, besseren Substanzen hier entwickeln. Die Amerikaner haben dann einfach einen kleinen juristischen Kniff angewendet und gesagt, naja, wir wollen doch bloß letztendlich neue Schutzkleidung entwickeln, neue Sicherheits Maßnahmen entwickeln, also defensive Kapazitäten weiterentwickeln. Aber zu dem Zweck müssen wir halt als Zwischenschritt selbst neue Giftgase und selbst neue biologische Waffen produzieren, damit wir überhaupt wissen, gegen was wir uns verteidigen müssen. Also mit diesem kleinen juristischen, rhetorischen Kniff ist man schon um das Verbot herum und zur Rechenschaft ziehen kann man einen ja sowieso nicht so richtig, also macht man einfach so weiter. Gucken wir an, was passiert ist. Während den 60er Jahren war die Technologie unter Projekt Storm Fury bereits einsatzbereit, sodass man im Vietnamkrieg in der Trockenzeit die Ho Chi Minh-Straße zuregnen lassen konnte. Also der Gegner musste durch den Matsch warten, man war im Vorteil dadurch und bereits damals hatte man also die Möglichkeit, Flugzeuge mit Sprühvorrichtungen zur Wettermanipulation zu verwenden. Das Pentagon forschte dann teilweise mit ziviler Deckung, dann teilweise völlig selbstständig. Immer eine gesunde Mischung und der Erfolg davon machte einflussreiche Strategen dermaßen optimistisch, dass sie ihren üblichen Größen waren.
Natürlich bereits Pläne schmiedeten für eine globale, permanente Beeinflussung des Wetters und des Klimas. Und je mehr vermeintlich rein zivile Satelliten man dann ins All schoss im Laufe des Kalten Krieges, umso besser konnte man Wetterprozesse im größeren Maßstab verstehen. Und die normale Vorgehensweise der NATO, wie bei jedem Militär ist es, solche großen Pläne aufzusplitten und unter diversen Deckmänteln und einem gewissen Maß an Geheimhaltung natürlich weiter zu verfolgen. Das heißt konkret, dass eine einzelne Gruppe beteiligter Zivilisten und Militärs unter der Annahme operieren, ihr Projekt sei nur klein und örtlich begrenzt. Also wir sind hier nur Forscher, wir gucken hier, ob das funktioniert. Wir wollen hier gar nichts größer stören an den natürlichen Vorgängen. Diese Leute wissen dann nicht oder sie ahnen vielleicht gerade mal, dass 100, 200 weitere solche Gruppen woanders werkeln und auch glauben, ihr Projekt sei eigentlich nur recht klein und begrenzt. Und Beteiligte lassen sich abspeisen mit Erklärungen, das Ziel sei eben die Weltrettung vor der Erwärmung oder ähnliches. Und das ist halt eben diese klassische Vorgehensweise von Militärs. Man schließt halt eben von Bekanntem auf Unbekanntes, so forscht man nun mal. Und wir als Journalisten oder auch Meteorologen, die an dem Thema dran sind, die müssen halt gucken, wie sind wir den begrenzten Mitteln eben selber an näher an diese Fakten eben herankommen. Das ist natürlich mit erheblichem Aufwand und Kosten verbunden. Es ist einfach ein ungleicher Kampf, muss ich sagen. Jetzt forscht man ja jetzt nicht nur darum, das als Machtfaktor einsetzen zu können. Ich meine, wir haben Friedenszeiten und in Friedenszeiten setzt man das trotzdem über dem eigenen Gebiet ein. Für welche Zwecke nutzt man das, außer jetzt, um es auszuprobieren? Um die Infrastruktur einzurichten, um einfach das System einsatzbereit zu haben. Ob man es jetzt offensiv verwendet oder ob man es jetzt verwendet für eine Verbesserung des Systems, das ist dann jeweils von anderen Faktoren abhängig oder von Entscheidungen derjenigen abhängig, die das System leiten. Man kann sehr viel damit treiben. Es hängt auch zusammen mit anderen Projekten. Also man kann hier nicht nur dem Feind einen Hurricane schicken oder Hagelkörner so groß wie Golfbälle oder Knödel schicken. Man kann dem Feind nicht nur schlechtes Wetter für seine Luftwaffe schicken und der eigenen Luftwaffe den Himmel freihalten, sondern man kann ebenfalls auch mit Hilfe von weiterer Technologie im Verbund gegnerische Flugzeuge aus der Luft schießen, gegnerische Raketen aus der Luft schießen. Indem man diese Substanzen ausbringt in der Atmosphäre, verändert man die Atmosphäre. Dann kann man natürlich mit Atmosphärenheizern, das ist auch eine relativ alte Technologie, die man inzwischen sehr weiterentwickelt hat, kann man alle möglichen Dinge damit treiben. Kommunikation lässt sich damit verbessern. Es gab Experimente, wo man mit einem giftigen, aber nicht sonderlich großen Aerosolnebel über einer Kleinstadt, wie man dann hunderte Kilometer entfernt das dortige Lokalfernsehen empfangen konnte. Also man verändert letztendlich hier eine ganze Menge damit und nicht nur das Wetter. Ja, und die Einsatzgebiete sind endlos. Und selbstverständlich auch spricht man von Marktmanipulationen. Viele Aspekte des Marktes hängen vom Wetter ab. Sei es jetzt Tsunamis in Japan, die Festplattenproduktion oder die Chipproduktion beeinflussen oder die Autoindustrie beeinflussen. Sei es jetzt Hedgefonds, die Risiken immer abschätzen müssen, natürlich gerne Insider-Tipps haben oder ihre eigenen Fakten schaffen. Also es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten, insbesondere auch für kriegerische Handlungen, die nicht als solche zu erkennen sind. Also der Faktor Attribution, normalerweise, wenn man eine Rakete irgendwo hinschickt, weiß derjenige, wo sie herkam. Wenn man allerdings jemanden einen Hurricane schickt, dann ist das wesentlich schwieriger nachzuvollziehen, wo der herkommt. War er natürlich oder war er nicht natürlich? Man kann ja inzwischen auch, oder seit langem, seit den 60er Jahren, Hurricanes abschwächen um 40, 50%, das ging damals schon in Project Storm Fury. Die Frage ist natürlich, warum hat man das nicht gemacht bei Katrina? Inwiefern sind in den letzten 10, 20 Jahren diverse Wetterphänomene künstlicher Natur oder eben künstlich verstärkt worden? Diese vielen Flieger, die Partikel ausbringen und dann dass die dann diese Wolken produzieren, entlang der ausgebrachten Partikel, das muss ja alles wahnsinnig viel kosten. Das ist wahrscheinlich in unseren Verteidigungshaushalten drin, nehme ich an, wenn es eben hier im Westen auch die NATO macht.
Geoengineering ist eigentlich recht billig, insbesondere Maßnahmen mit Schwefelpartikel oder Aluminiumpartikeln. Also das ist ja immer das Top-Argument, das die Leute hier anführen, wie unter anderem auch in dieser Sondierungsstudie aus Deutschland. Das Kernargument später in dem Text lautet, es wäre gefährlicher, es nicht zu tun. Das heißt, egal was die Risiken sein mögen für die Natur, für den Menschen, sicherheitspolitischer Natur, wie auch immer, man weiß ja nicht, welche Spätfolgen das Ganze hat. Ganz egal, es ist gefährlicher, es nicht zu tun. Und solche Leute wie Caldera, diese Geoengineering-Forscher sagen, Aluminium ist so spottbillig, man könnte das mit ein paar hundert Millionen im Jahr oder wenigen Milliarden oder im Jahr für die ganze Welt umsetzen. Also wir reden hier von einer Technik, die, also einerseits sie ist verfügbar, man weiß, man hat alles zusammen, was man bräuchte, das Motiv ist da und eigentlich mehrere Motive sind da. Und dann haben wir natürlich mal eine interessante Situation, wenn diese ganzen Faktoren eben da sind und man kann viele, viele Posten verstecken in diversen Haushalten. Das ist dann die zivile Deckung, die zivile Legende. Oh, wir forschen hier nur für Klimawandel und in Wirklichkeit hat das eine militärische Komponente. Oder wir verbessern den neuen Flugzeugtreibstoff, ohne den Leuten genau zu sagen, was da eigentlich drin ist. Oder es werden nur wenige Leute eingeweiht, die natürlich um ihren Job fürchten. Das ist auch eine Maßnahme, die öffentlich vorgeschlagen wurde. Wir verändern einfach den Flugzeugtreibstoff und brauchen da gar keine extra Vorrichtungen, sondern der normale Linienverkehr, das war auch in der ZDF-Doku zu sehen, der normale Linienverkehr weltweit trägt diese Stoffe aus und leistet einen Beitrag. Also es ist nicht sonderlich schwer und umfangreich, so ein Projekt umzusetzen. Da haben wir schon ganz andere Sachen gesehen. Also von Überwachungsprogrammen wie Echelon, wer sich einfach mal ein bisschen schlau macht mit dem richtigen Geschichtsbuch über militärische Forschung in den letzten Jahrzehnten, ganz egal in welche Richtung, der hat einen wesentlich offeneren Geist für die Möglichkeiten, die sich da bieten und vor allem auch, wie lange etwas geheim gehalten werden kann, bevor dann tatsächlich die Bevölkerung davon erfährt. Ja, du hattest eben gesagt, das Ganze darf man nicht nur auf die NATO konzentriert sehen, dass es eben vier Großmächte heutzutage in der Welt gibt, die wahrscheinlich die anderen drei Richtungen auch daran forschen. Wer forscht denn noch daran? Und ist das bekannt, ob die das auch einsetzen? Nun, wie gesagt, es ist ein sehr, sehr ungleicher Kampf. Auf der einen Seite haben wir diese riesige Militärmaschinerie, also nicht nur hier im Westen, im die NATO, das Pentagon, also hunderte Milliarden wandern da jedes Jahr rein. Genauso gut die Russen rüsten, haben jetzt mehr angekündigt und noch mehr an Verteidigungsausgaben. Die Chinesen selbstverständlich, eigentlich quasi jeder Staatsbetrieb oder jeder sogenannte Privatbetrieb in China gehört der Partei, hat also eine militärische Komponente, also wandert sehr viel Geld in diese Forschung hinein. Die Geheimhaltung läuft natürlich sehr, sehr stark, aber bei Projekten dieser Größenordnung lässt sich das nicht ewig geheim halten. Irgendwas kommt immer raus, irgendwann kann man das natürlich dann dokumentieren. Es ist natürlich dann mal sehr, sehr schwierig im Einzelfall zu sagen, okay, hier gab es Anomalien, auch wenn sehr, sehr etablierte Meteorologen inzwischen sagen, Moment mal, bei den letzten Hurricanes in den letzten 10 Jahren, hier gab es einige Anomalien und Dinge, die vorher nie auftraten. Es verändern sich Dinge sehr, sehr seltsam. Ein Hurricane bildet sich in rasender Geschwindigkeit, so einem Level 5. Also all diese Dinge, es ist natürlich dann sehr, 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 sehr schwierig und kostenaufwendig, da im Einzelfall natürlich das aufzudecken. Aufdeckungsarbeit ist immer eine sehr, sehr undankbare Arbeit. Aber die Technologien generell die Grundtechnologien sind bekannt. Ionosphärenheizer, Substanzen versprühen, die Kombination von diesen Sachen und die Forschung kostet natürlich dementsprechend Geld. Also die Amerikaner haben hier natürlich den Vorteil gehabt im Laufe der letzten Jahrzehnte, ganz einfach, weil man die größere Wirtschaftsmacht war. Die Waffen entwickeln sich einfach. Also Dinge, die jetzt in der Entwicklung sind, das ist das, was wir vor 30, 40 Jahren in den Science-Fiction-Romanen und Filmen gesehen haben. Jetzt ist es soweit, dass es einsatzbereit ist. Und selbstverständlich zeigen Militärs nicht gerne all das, was sie bereits haben. Vieles wird eben noch sehr, sehr stark unter Verschluss gehalten. Also man muss hier als
als Journalist, als Interessierter von Bekanntem auf Unbekanntes schließen und sauber arbeiten und immer neues Interesse generieren an einem Thema, damit einfach der Druck größer wird, man immer neue Informationen bekommt und irgendwann die Debatte vielleicht in die Öffentlichkeit trägt. Weil das Establishment versucht natürlich, der Erste zu sein, der die Leute erreicht mit dem Thema. Also Propaganda ist nicht nur, was ich den Leuten sage als Regierung, sondern ich möchte immer der Erste sein, am liebsten natürlich der Einzige sein, der die Leute konfrontiert mit dem Thema. Also gab es dann auf NTV, glaube ich, war das ein Bericht über Wetterwaffen. Und man hat den Leuten quasi den Eindruck vermittelt, die das gucken, naja, so hundertprozentig genau wissen wir jetzt nicht, welche Systeme tatsächlich existieren. Aller Wahrscheinlichkeit nach existieren Wetterwaffen, auch defensive Waffen. Und es ist gut, dass wir sie haben, weil ja die Russen und die Chinesen sowas haben. Und der Zuschauer wird also dazu angehalten, das Ganze zu dulden, stillschweigend zu dulden, zu sagen, naja, ich selber verstehe nichts von Meteorologie, von Wolken und diesen ganzen neuen Systemen. Also lasse ich doch mal die Experten das machen und die werden uns schon schützen vor irgendwelchen Angreifern. Und das ist nicht mein Feld, da muss ich mich nicht beteiligen. Deswegen reicht es mir, einfach so ein bisschen informiert zu sein darüber. Und mehr braucht es dann nicht. Du hattest eben Atmosphärenheizer angesprochen. Worum handelt es sich da? Und ist das dieses System HAARP, was die Amis haben? Haben das auch noch andere? HAARP ist eines von solchen Systemen. Die Idee ist einfach, man schießt gezielt einen Haufen Energie in die Ionosphäre, in verschiedene Schichten eigentlich der Atmosphäre und sieht dann, was dann passiert. Also man hat einfach wirklich sehr bei Null angefangen vor Jahrzehnten und gesagt, naja, wir machen jetzt einfach mal den ersten Versuch, den zweiten Versuch, den dritten Versuch, mal alles immer besser verstanden und dann konnte man das kombinieren. Man weiß ja, selbst als völliger Laie, der seinen Wetterbericht konsumiert, okay, es gibt Hochdruckgebiete, Tiefdruckgebiete, es ist immer wichtig zu wissen, welche Temperaturen in welchen Schichten herrschen, wie das sich verändert. Das bestimmt alles. Also ob es Hagel gibt, ob Wolken abregnen oder ob sie weiterziehen, bevor sie abregnen, das ist alles von sehr, sehr kalkulierbaren Faktoren abhängig. Wenn man an diesen Faktoren eben rummanipuliert und rumspielt, dann ergeben sich halt eben sehr interessante Dinge. Also man kombiniert hier einerseits das Versprühen von Substanzen in der Atmosphäre, die dann natürlich anders reagiert, wenn man sie mit gezielter Energie bombardiert. Und man macht sich also mit einem gewissen Energieeinsatz die Energie in der Natur zunutze. Man investiert so und so viel Energie, um den Feind mit dem Hundertfachen zu treffen, weil man eben ihn mit Hagel traktiert oder mit einem Hurricane oder was auch immer. Da werden Energien frei, die Atombomben in den Schatten stellen. Deswegen, die Atombombe ist auch eine relativ alte Technologie aus den 1950ern. Inzwischen ist man da schon natürlich ein paar Ecken weiter. Das heißt, Wetterereignisse, die passieren würden, die kann man dadurch verstärken, dass man das aufheizt zum Beispiel. Das konnte man in den 1960er Jahren. Also Project Storm Fury war eben dazu gedacht zu gucken, kann man Hurricanes anfüttern, kann man also existierende kleine Hurricanes, Stufe 1, Stufe 2, kann man die nicht manipulieren, wenn man bestimmte Substanzen aus einem Flugzeug versprüht über dem Zentrum zu einer bestimmten Zeit, kann man das Ganze noch beschleunigen. Das heißt, der Hurricane zieht dann die Luft an aus unzähligen Kilometern Umkreis. Also wir hatten ja gesehen, an den letzten großen Hurricanes hatte dann einen Durchmesser von, glaube ich, 12 1000 Kilometern oder sowas. Man kann also ein Monstrum züchten, die Richtung beeinflussen, aber auch im Gegenteil dann den Hurricane abschwächen. Ihn also dafür zu sorgen, dass die Richtung ändert, dass er abdreht und seine Energie verliert, früher auf dem Meer seine Energie verliert, bevor er auf das Festland trifft. Also all das ist im Prinzip, im Kernprinzip recht simpel. Also das hat man schon vor Jahrzehnten eben gewusst. Es ist im Kernprinzip nicht schwer zu verstehen. Das Schwierige ist halt eben dann tatsächlich so lange rumzuforschen, bis die gewünschten Ergebnisse mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit auch eintreten, wenn man sie haben will.
Ja, die Reportage sagt ja auch einiges über Auswirkungen auf Tiere, auf Pflanzen, auf die Gesundheit von Menschen. Was ist da das Wichtigste? Wir hatten erwähnt den sauren Regen, natürlich die Pflanzen- und Tierwelt ist betroffen, Aluminium noch viel schlimmer, insbesondere diese hochfeinen Aluminiumstoffe. Also wir reden hier von Alzheimer, wir reden hier von anderen sehr, sehr schweren Erkrankungen, die Pflanzenwelt natürlich sehr stark beeinflusst. In vergangenen Jahrhunderten versuchte man den Feind auszuhungern, also man schnitt seine Zufuhrwege ab, man versuchte die Felder des Feindes zu sabotieren, mit verschiedenen Möglichkeiten, die Ernten zu sabotieren. Wer ein bisschen was von Landwirtschaft versteht, denke ich, weiß, wie viele Faktoren damit hineinspielen, erfolgreiche Ernte zu haben. Und wenn dann natürlich der eine oder andere Saboteur am Werk ist, und dann kommt ein Land in starke Schwierigkeiten. Also man hat schon vor Hunderten von Jahren und vor Tausenden von Jahren eben an der Nahrungsversorgung des Gegners manipuliert. Heute lässt sich das mit Wetterwaffen natürlich auch tun, insbesondere wenn man jetzt die Substanzen mit hineinbezieht. Also man sieht in einem oder anderen Dokumentarfilm eben die Bilder, wie dann Pflanzen sehr, sehr stark darunter leiden und wie bestimmte Pflanzen mit dem Aluminium einfach nicht klarkommen. Dann bieten wiederum Gentech-Organisationen, Konzerne bieten wiederum resistente Pflanzen an. Das sind dann die einzigen, die dann noch nutzbar sind und wachsen. Man muss natürlich dann einen Vertrag unterschreiben, ist abhängig von der Firma. Und so weiter und so fort. Also diese Überheblichkeit, diese Anmaßung, das Wetter kontrollieren zu wollen, ist immer der narzisstische Größenwahntraum gewesen von Menschen. Und jetzt ist er in greifbare Nähe gerückt. Und ich meine, das können sich Leute mal vorstellen, wenn ihre inkompetenten oder einfach kriminellen Politiker jetzt auch das Wetter kontrollieren. Ich meine, das ist dann natürlich dann das, was man sich immer, da hat man früher Witze drüber gemacht. Gedankt, dass die Bürokratie noch nicht so weit ist, dass sie jetzt bestimmt, ob wir Sonne kriegen oder nicht. In meinem Moment in Deutschland, wir haben schon ewig keine Sonne mehr gesehen und wenn dann nur sporadisch, rekordverdächtig wenige Sonnentage diesen Winter. Und ja, wir laufen auf Ende März zu, es ist immer noch eisig kalt. Obwohl wir alle eigentlich globale Erwärmung bekommen. Und ja, viele Leute werden vielleicht sagen, es ist hip und trendy. Es ist hip und trendy, diese Wettermanipulation zu betreiben. Und es ist natürlich auf der anderen Seite sehr, sehr gesundheitsbewusstes Volk hier in Deutschland, in Europa. Und so einfach wird man das den Leuten nicht verkaufen können. Ich denke mir auch, ja, dass die Öffentlichkeit auch ein Recht hat, das zu erfahren. Einerseits unser Luftraum, wer daher fliegen darf, das entscheidet doch hier die Bundesebene, der Bundesrepublik Deutschland, da eigentlich die Regierung zu entscheiden und hat die NATO zu entscheiden, die beiden zusammen. Und wenn jetzt hier solche Flüge auch gemacht werden, zum Beispiel um bestimmten privaten Profite bringen, da frage ich mich, wie kann das gehen? Wenn es doch unter öffentlicher Kontrolle ist, wer da überhaupt fliegen darf und sowas versprühen darf, Naja, das dann ist nun mal scheint. die traurige Realität in der Politik, auch der internationalen Politik, dass einfach Recht ein sehr dehnbarer Begriff ist. Also man versucht natürlich dann Argumentationen zu verwenden, die manchmal funktionieren, die auf den Laien sehr überzeugend wirken. Man sagt also, naja, klar hast du ein Recht auf körperliche Unversehrtheit. Das heißt, dein Nachbar darf jetzt auch nicht irgendwas versprühen, irgendwelche Nebelschwaden da erzeugen und dich damit belästigen oder deine Gesundheit damit gefährden. Das geht nicht. Wenn aber eine Regierung das tut, um, sagen wir, die Welt zu retten vor der Erwärmung, dann ist nun mal das Überleben der Menschheit und so weiter ist wichtiger als eventuelle gesundheitliche Konsequenzen für den Einzelnen. Also diese Kollektivargumentation und da muss sich das Individuum dann unterordnen und man entscheidet das einfach so über die Köpfe der Leute hinweg. Und selbstverständlich in bester politischer Manier heißt es dann, es sei zu unserem Besten, man könne dagegen nicht sinnvoll argumentieren. Man versucht jetzt schon zu argumentieren, die Technik ist so billig und so einfach,
dass zwangsläufig einzelne Player oder einzelne kleine Staaten einen Alleingang durchziehen könnten. Also müssen wir gezwungenermaßen jetzt die Kontrolle darüber, das Heft in die Hand nehmen. Wir wollen das zwar nicht, wird es heißen, aber es ist halt leider alternativlos und besser die NATO regelt das Ganze als jetzt irgendein dritte Weltland oder irgendein anderes Machtzentrum hier auf dem Planeten. Ja, ich würde mir wünschen, dass viele Leute, die vielleicht in Versicherungen arbeiten, Landwirte, Leute, die Anlagen für erneuerbare Energien betreiben, alle, die davon beeinflusst sein können, auch diese Sendung hören und auch eine Menge Fragen stellen, sodass wir vielleicht alle mal erfahren in absehbarer Zukunft, wo wer welche Einsätze geflogen hat, damit man das auch wirklich mal zuordnen kann, wenn bestimmte Klimafolgen, Wetterfolgen dadurch entstehen. Richtig. Also wir werden natürlich wie immer wie Kinder behandelt, als steuerzahlende Bürger, die eigentlich dafür sorgen, dass immer noch irgendwas funktioniert. Der Staat maßt sich an zu sagen, meine, das war immer früher der Witz, der Staat tut so, als würde er die Sonne aufgehen lassen. Jetzt sei er der Allmächtige, und jetzt maßt er sich tatsächlich an, das Wetter zu beeinflussen. Das ist natürlich dann eine sehr, sehr schwierige Aufgabe, hier gegenzusteuern. Natürlich in der Internetkultur gibt es natürlich dann auch sehr, 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 sehr schräge Individuen. Das ist wie in jedem anderen Bereich auch. Leute, die dann meinen, dass ihre Schweißfüße von Chemtrails stammen und so weiter. Und die Establishment-Presse wird natürlich auf solche Beispiele deuten und zu sagen: Seht her, es gibt keine wissenschaftliche Opposition dagegen, es gibt keine vernünftige Opposition dagegen. Also lasst uns mal hier werkeln oder solche Projekte existieren noch gar nicht. Das ist nur Zukunftsmusik, wollen wir aber haben. Man wird wie ein Kind behandelt, man muss natürlich dann versuchen, im Rahmen seiner Möglichkeiten dann Aufklärungsarbeit zu betreiben. Insbesondere die Umweltgruppen, klar, beschäftigen sich früher mit saurem Regen. Jetzt schweigen sie zum Thema Chemtrails. Das ist für sie noch ein bisschen zu schräg oder es hat so einen seltsamen Ruf vielleicht noch. Auf der anderen Seite, viele grüne Umweltgruppen spielen noch mit dem Gedanken, eine positive Haltung zu vertreten gegenüber Geoengineering, also für Ozeandüngung und so weiter. Also man kann das auch den Grünen schmackhaft machen auf irgendeine Weise mit der richtigen Kampagne. Das wird auch interessant zu sehen sein, wenn die Gruppen und die Medien, die jetzt in den letzten paar Jahren noch gesagt haben, seht her, was für lächerliche Theorien da draußen existieren, wenn genau diese Gruppen dann sagen, oh, wir haben jetzt dieses neue Programm und es ist wirklich sinnvoll, es ist nicht das Tollste, was man sich vorstellen kann mit den Substanzen, aber wow, ist das nicht Wahnsinn, wie diese Techniker hier die Welt retten. Das wird interessant zu sehen sein. Natürlich wird es dann später heißen, nein, wir waren da, früher waren wir, haben wir gesagt, das gibt es nicht, weil es damals diese Programme noch nicht gab und in wenigen Jahren, so in 3, 4 Jahren, auf einmal gab es sie dann. Sowas, so läuft die Welt nicht, also funktioniert das nicht. Da stecken immer Jahrzehnte an Forschung dahinter und sowas macht man nicht einfach mal in 2, 3 Jahren. In der Reportage, die ihr übersetzt habt, wird ja auch gesagt, dass inzwischen Hunderte von Leuten ihr Regenwasser gemessen haben und da eben Stoffe wie Aluminium, Strontium, Barium in einer eben größeren Konzentration, als es natürlich erklärbar ist, gefunden haben. Was könntest du empfehlen? Wo kann man sich da schlau machen, wenn man solche Messergebnisse haben möchte? Also es gibt diverse private, kleinere Organisationen weltweit, Netzwerke, die natürlich dann ihr Bestes tun, um eben Experten ins Boot zu holen. Also die Amerikaner sind da schon ein bisschen weiter als wir. Also die haben dann teilweise Leute bei sich, die mit Preisen überhäufte Meteorologen sind, Umweltforscher sind und so weiter. Die können dann auch eben diese Messverfahren eben entwickeln, natürlich auf der Oberfläche. Auf den meisten Oberflächen haben wir einen gewissen Aluminiumanteil, der ist einfach im Boden drin. Deswegen sagen jetzt zum Beispiel welche, naja, man kann diese Messungen nicht einfach so machen, man müsste ein besseres Verfahren entwickeln, ansonsten ist das nicht aussagekräftig genug.
Man braucht eine sehr, sehr breite Herangehensweise an das Ganze. Und ansonsten kann man da relativ stark ins Leere laufen. Also, wie gesagt, es ist noch sehr viel zu tun auf dem Gebiet. Die meisten haben es überhaupt nicht auf dem Schirm oder haben vielleicht irgendwo mal gelesen, naja, man experimentiert mit Ozeandüngung und so weiter und spricht über diese Möglichkeiten. Ansonsten ist da eigentlich noch nichts wirklich in den Köpfen. Also ich denke, eine breite Herangehensweise an das Thema ist wichtig, wenn man jetzt die Möglichkeiten hat, zu messen, Auffälligkeiten zu dokumentieren, insbesondere wenn man sich an Experten wendet und sagt, hey, ihr beobachtet den Boden hier schon seit 10, 20, 30 Jahren, das ist euer Job, hat sich was verändert? Denn ich meine, der natürliche Gehalt an Aluminium im Boden sollte sich im Laufe von 10, 20, 30 Jahren nicht großartig verändern auf natürliche Art und Weise. Dann gibt es noch den Faktor der industriellen Produktion, dass sie vielleicht da die, dass die Schmutz dann in der Umwelt landet und so weiter. Und das ist sehr, sehr kompliziert, das eben weitflächig zu dokumentieren. Die Forschung für Geoengineering kostet ja schon Millionen und die militärische kostet Milliarden. Und hier sind also wir, die kleinen unabhängigen Journalisten, Reporter, Aktivisten, die sich natürlich dann abstrampeln, um hier verwertbare, brauchbare Daten zu liefern. Okay, eine Möglichkeit könnte ja auch sein, auf die Leute zuzugehen, die in der Reportage gebracht werden, die von Messergebnissen reden. Die werden ja wahrscheinlich da auch einige Daten haben dazu. Richtig, also man sollte sich einfach umgucken im Netz über die diverse Organisationen, die existieren, sich ein bisschen schlau machen, lesen. Lesen bildet natürlich, das ist immer das Allerwichtigste. Denn das Internet ist natürlich ein sehr, sehr schnelles Medium, Filme, einzelne Artikel. Aber man sollte sich wirklich dann mal das ein oder andere brauchbare Buch in die Hand nehmen und das Buch auch versuchen zu interpretieren. Kein Buch ist eigentlich, oder kaum ein Buch ist wirklich perfekt. Und dann kann man tatsächlich kompetenter hier auf die Leute zugehen und selber schauen, wie kann ich tatsächlich messen und wie kann ich hier tatsächlich verwertbares Material, Daten eben erzeugen, um auch die zweifelnden Leute zu überzeugen, dass hier einfach irgendwas faul ist. Und selbstverständlich hilft es, wenn man sich über Militärgeschichte auch ein bisschen informiert, also das ein oder andere Standardbuch in die Hand nimmt, ein ganz normales Geschichtsbuch, das muss jetzt kein investigatives Werk sein, in dem Sinne, sondern einfach das lesen, wie Militärs normalerweise vorgehen, dann hat man schon mal eine wesentlich ja, größere Kompetenz, um einfach zu verstehen, okay, wir leben im 21. Jahrhundert, die Wettermanipulation ist hier, die Frage ist, was machen die Leute damit, die es betreiben und was machen wir, die natürlich kein Interesse daran haben, dass die Bürokraten die Sonne scheinen lassen, in Anführungszeichen. Herzlichen Dank für das Interview an Viel Alexander Benisch von Recentre. Ja, vielen nochmal. Dank, vielen Dank für die Gelegenheit. Die Website ist recenter.com und wir berichten jetzt nicht schwerpunktmäßig über Chemtrails, aber auch immer wieder und versuchen natürlich am Ball zu bleiben. Herzlichen Dank. Jetzt kommt erstmal Musik und dann kommt das Interview mit Dominik Storr von der Bürgerinitiative Sauberer Himmel. In this vast and garbage world, we sometimes lose the way. But I'm shielded from those troubles. I feel this way. Ego sets us people made a world I feel their minds. But I'm shielded from those troubles. Anyway.
place, but some still leap to match their goal. I feel shitty from your ambition, and I feel this way. You could see me as a mindless fool, you'd be struck dumb if I told you. I feel shitty from your mad vibes, and I feel this way because my love, got the starlights, got the good times. Anyway, you get it, you will soon start to feel it. That sensation rising up through you and push you higher. Your constant light. Die Sendung Macht und Menschenrechte am 21.03.2013 auf Radio Jungle Drum, der zweite Teil der Sendung. Nun folgt das Interview mit Dominik Storr von der Bürgerinitiative Sauberer Himmel. Guten Abend, Herr Storr. Hallo, guten Abend. Ja, wer ist Ihre Bürgerinitiative Sauberer Himmel? Womit beschäftigen Sie sich? Ja, die Bürgerinitiative Sauberer Himmel ist wie gesagt, eine Bürgerinitiative aus dem gesamten deutschsprachigen Raum, die es sich eben zur Aufgabe gemacht hat, über Maßnahmen, die ja längst begonnen haben, also Maßnahmen des Geoengineering, insbesondere die Chemtrails, aufzuklären und eben auch von einer neuen Technik, die noch viel, viel härter ist als die Gentechnik und auch fast noch härter ist als die Atomenergie, zu warnen. Und das ist eben das Geoengineering, was eine sehr harte Technologie darstellt, die praktisch auch nicht mehr rückgängig gemacht werden kann. Wenn mal mit Maßnahmen des Geoengineering begonnen wurde, dann muss praktisch damit weitergemacht werden, weil ansonsten ja große Klimaunterschiede dann zu befürchten sind in kürzester Zeit. Und wir haben das als große Gefahr erkannt. Es ist ja auch so, dass die Chemtrails leider immer noch offiziell geleugnet werden. Deswegen sehen wir es eben als unsere Pflicht an, die Menschen, die dafür Interesse haben, eben aufzuklären. Und zwar aufzuklären eben jenseits der Mainstream-Medien, die sich momentan über dieses Thema noch lustig machen.
Jetzt gibt es ja verschiedene Aussagen, was da drin ist. Es gibt, man redet über Aluminium, Barium, Strontium, zum Beispiel in dem Film Why in the World Are They Spring, der was Recentre kommen übersetzt hat, ist mehr von diesen Stoffen die Rede, während der Petitionsausschuss des Bundestages eher von Schwefeldioxid gesprochen hat. Was sind die Erfahrungen Ihrer Bürgerinitiative? Gut, jetzt mal unabhängig von unseren Erfahrungen muss man natürlich sehen, was sagen die Wissenschaftler selbst. Und die nehmen ja mittlerweile kein Blatt mehr vor den Mund. Ken Caldera, einer der Hauptverfechter des Geoengineering, Professor, hat ja in der neuen Zürcher Tageszeitung davon gesprochen oder gefordert, dass man eben Titan und Aluminium versprühen soll als sogenannten Sonnenschirm. David Keith, Harvard-Professor, ebenfalls auch ein Top-Geoengineer, hat ja vor Jahren schon eingefordert, eben nicht Schwefel zu sprühen, sondern Aluminium, dann im sogenannten Welsbach-Patent, was ja als Grundlage genommen wird, um eben hier diese Maßnahmen des solaren Geoengineering zu betreiben, wird von Metalloxiden, Metallpartikeln gesprochen. Unsere Erfahrungen sind, dass gerade jetzt im Regenwasser erhebliche Mengen von Metallen zu finden sind. Es sind gerade auch Metalle zu finden, die normalerweise im Regenwasser nicht so stark verbreitet sind. Das ist vor allem das Strontium, das ist das Barium, das ist Mangan. Man muss fragen, woher kommt das viele Barium, woher kommt das Strontium? Es ist in sehr, sehr vielen Proben enthalten, also sprich die Häufigkeit ist sehr hoch, auch die qualitative Menge beziehungsweise die Höhe dieser Funde überrascht doch sehr, gerade bei Barium, Strontium und dann auch Aluminium, was praktisch fast in jeder Regenwasserprobe enthalten ist und dann doch auch mit deutlich erhöhten Werten, mit denen man jetzt im Regenwasser nicht rechnen dürfte. Also diese Metalloxide, die eignen sich eben hervorragend, um die Strahlungsbilanz der Atmosphäre zu verändern. Und Schwefeldioxid ist längst Schnee von gestern. Darüber wurde vor vielen Jahrzehnten schon diskutiert. Aber in der heutigen Wissenschaft spielt jetzt Schwefeldioxid überhaupt keine Rolle mehr. Könnte auch die Ozonschicht angreifen. Könnte dann wiederum auch gegen das Übereinkommen, beziehungsweise nicht das Übereinkommen, sondern das Wiener Übereinkommen zum Schutz der Ozonschicht verstoßen. Und deswegen ist man davon abgerückt und greift eben auch vor allem auf Metalloxide zurück. Was mich erstaunt, es hieß doch immer beim sauren Regen, dass Schwefeldioxid daran schuld sei. Kann das sein, dass man das damals schon eingesetzt hat oder waren das die Diesel oder ist darüber etwas bekannt? Gut, da muss man die Frage stellen, ab wann oder seit wann wird dieses Solaris Geoengineering überhaupt schon betrieben? Also wann gab es die ersten Tests? Man muss ja davon ausgehen, dass das solare Geoengineering schon seit vielen, vielen Jahren betrieben wird. Ob damals Schwefel versprüht wurde, das kann ich nicht sagen. Schwefel ist jedenfalls nach der gegenwärtigen Aussage der Top-Wissenschaftler in diesem Bereich nicht so gut geeignet wie Metalle und deswegen wird mit Sicherheit auch nicht mehr auf Schwefel zurückgegriffen bei diesen Methoden. Sie sprechen ja selber auch von Messergebnissen. Welche Jahre bezieht sich das, die Messergebnisse, die Ihnen bekannt sind? Gut, wir haben ja Regenwasser untersuchen lassen. Das sind insgesamt über circa 1,5 Jahre, 73 Regenwasserproben aus ganz Deutschland, dann noch eine aus dem Grenzbereich Frankreich und Österreich. Und die zeigen schon eine ganz deutliche Spur, weil man muss ja sagen, dass diese Aluminium-, Strontium-, Barium-Werte, die sind ja weltweit aufgefallen. Also die sind in Hawaii aufgefallen, den Menschen dort, die sind in Neuseeland, den Menschen aufgefallen, in Australien, in den USA, also überall dort, wo Chemtrails versprüht werden, sind diese Werte sehr, sehr auffällig im Regenwasser vorhanden. So, jetzt haben wir 73 Proben machen lassen und haben hier doch auch, ich sag mal, diesen chemischen Fingerabdruck entdecken können, dass eben Metalle, die sehr oft in der Industrie emittiert werden, oder auch im Straßenverkehr zum Beispiel, jetzt wie Kupfer, Eisen und andere Metalle doch deutlich weniger zu finden sind. Also mit denen müsste man viel, viel häufiger rechnen, sind aber weniger zu finden oder nicht so häufig zu finden im Regenwasser, wie jetzt zum Beispiel Barium und Strontium. Und bei Barium muss man sich wirklich fragen, also wo kommt dieses Barium
her, da hat das Umweltbundesamt mal gesagt, das kann natürlich beim Silvesterfeuerwerk auftreten, das ist natürlich völlig klar, aber das kann dann Monate danach dann nicht mehr in dieser Häufigkeit, in dieser Mengenmäßigkeit sich in der Luft befinden. Also es gibt einfach weltweit sehr, sehr viele Anzeichen, dass eben genau diese Stoffe, von denen auch diese Top-Wissenschaftler sprechen, versprüht werden, und da gleichen sich eigentlich die Regenwasserergebnisse rund um die Welt. Die Regenwasserergebnisse, die man genommen hat, hat man da gezielt geschaut, dass man die in Gebieten genommen hat, wo eben diese künstlich geförderten Streifen, diese künstlich geförderte Wolkenbildung am Himmel auch auftritt, wo man das schon beobachtet hat? Oder hat man auch Proben genommen, wo das nicht zu beobachten war und dann vielleicht andere Werte gemessen? Ja gut, dieses Phänomen, was Sie jetzt gerade beschrieben haben oder was man auch als Chemtrails oder eben als in der Fachsprache als Solaris Geoengineering beschreibt, das findet ja jetzt nicht nur regional statt, sondern letztendlich global. Es mag vielleicht noch das ein oder andere Land geben, was jetzt noch nicht so stark betroffen ist von diesen Maßnahmen. Man hört immer wieder, dass in Südamerika offenbar jetzt nicht so viel gesprüht wird, aber es wird in Russland gesprüht seit ein paar Jahren ganz massiv, es wird in China gesprüht, es wird in Europa gesprüht, in Amerika gesprüht, in Kanada gesprüht, in Australien gesprüht, in Neuseeland gesprüht. Also ich meine, diese Emissionen, die verteilen sich ja, und wenn jetzt, sag ich mal, wenn ich jetzt hier oben einen Streifen sehe, dann heißt es ja nicht, dass es jetzt direkt hier auch zum Fallout kommt. Also sprich, diese Aerosole, die versprüht werden, die ja ultra klein sind, die ja stellenweise eben Nanopartikel darstellen, die verbreiten sich natürlich in der ganzen Atmosphäre erstmal. Das ist ja auch das Ziel dieser Maßnahmen, dass die Partikel erstmal oben bleiben, um eben diesen Sonnenschirm zu bilden. Aber früher oder später durch die Schwerkraft fallen halt diese Stoffe auch zu Boden. Aber wo das jetzt der Fall ist, das kann man natürlich nicht sagen. Es gab ja mal einen Versuch. Da wurden auch Partikel versprüht, um eben zu sehen, jetzt bei biologischen Waffen und so weiter, wie weit es die trägt. Und es waren teilweise über 1000 Kilometer. Also sprich, wenn jetzt in Westfrankreich gesprüht wird, kann das sein, dass das als Fallout dann hier in Deutschland zu Boden fällt. Also man kann keine Kausalität darstellen zwischen dem jetzigen Bild am Himmel, den vielen Chemtrails und dann einer starken Feinstaubbelastung am Boden. Also ich glaube, dass die sich weltweit auch sehr verteilt. Und wenn diese Streifen im Himmel auch zu sehen sind, wenn diese Ansätze auch geflogen werden in Russland, in China, in Australien, das heißt ja dann, dass man nicht nur sagen kann, das kann nicht nur ein Phänomen sein jetzt von NATO-Mitgliedsländern, sondern da scheint es ja auch Staaten außerhalb der NATO durchaus die dortigen Regierungen damit einverstanden zu sein. Ja, beim Thema Geoengineering sind sich offenbar zumindest die großen Regierungen alle einig. Die haben auch schon vor Jahrzehnten zusammengearbeitet, zum Beispiel die Amerikaner und die Russen in Projekten des Geoengineering. Und da scheinen sich, wie gesagt, die Regierungen alle einig zu sein. Es mag noch Länderregierungen geben, die das nicht dulden, in Südamerika zum Beispiel, wo unter Umständen auch noch Rücksicht genommen wird. Aber in den weiten Teilen der Welt werden die Chemtrails gesprüht, und es dürfte keine Regierung geben, die darüber nicht Bescheid weiß. Selbst über dem Luftraum der Schweiz habe ich selber schon mal diese Streifen gesehen, oberhalb von den normalen Wolken, künstlich erzeugt. Ja, in der Schweiz gibt es ja auch heftigen Chemtrail-Widerstand. Da ging ja auch alles los damals mit dem Herrn Stetter und seinem Artikel in Raum und Zeit. Aber die Chemtrails werden fast überall gesprüht. Und es ist halt auch ein Zeichen der Globalisten oder ich sag mal dieser Technokraten, die eben hinter diesen harten Technologien stehen, wie Gentechnik, wie Atomkraft und eben auch hinterm Geoengineering, dass die auf Grenzen überhaupt keine Rücksicht nehmen. Ich meine, die Grenzen, die Nationen werden ja eigentlich nur installiert, um die Menschen, ich sage es mal, aufzuteilen und zu kontrollieren und zu beherrschen. Die kennen keine Grenzen, die denken nicht national, die denken nur international. Und hier geht es ja letztendlich um ein Schild um diesen Planeten. Das war übrigens auch Thema schon im Highlander 2. Da ging es eben auch um so ein Schutzschild. Also man sollte sich auch Hollywood-Filme anschauen, um dann zu wissen, was in 10, 20, 30, 40 Jahren dann in der Realität wahr wird. Und dieses Schutzschild kann auch nur angelegt werden, wenn global gesprüht wird. Also das Ganze ist kein lokales Phänomen, das ist ein globales Phänomen, was praktisch alle Menschen auf diesem Planeten betrifft. Ja, es
Man sagt ja denn, dass es auch Sonnenlicht reflektieren soll. Wie sehen Sie das denn von wegen Bekämpfung Klimawandel? Sonnenlicht reflektieren, macht das Sinn? Ich meine, das ist sehr umstritten, selbst in der Wissenschaft, jetzt bei persistenten Kondensstreifen. Also angenommen, wir stellen uns jetzt mal vor, diese Streifen dort oben sind wirklich gewöhnliche Kondensstreifen. Dann ist sehr umstritten, ob jetzt dadurch das Klima abgekühlt wird, ob es erwärmt wird. Letztendlich kommt es dann auf die Zusammensetzung und die Höhe der Zirruswolken an. Also man kann jetzt nicht automatisch sagen, dass dadurch das Klima abgekühlt wird, weil natürlich auch diese künstlichen Wolken ein eigenes Treibhauseffekt erzeugen und die Wärme nachts dann auch nicht mehr in das Weltall abstrahlen kann. Jetzt die Klimaerwärmung herzunehmen für die Chemtrails, das kommt auch so ein bisschen verkürzt, auch für das ganze Geoengineering. Ich meine, die sogenannte CO2-Klimaerwärmung ist natürlich die Rechtfertigung für das Geoengineering, genauso wie man gelogen hat, dass der Hunger in der dritten Welt die Rechtfertigung für die grüne Gentechnik sei. Also was die Rechtfertigung von solchen globalen Maßnahmen angeht, es ist wie bei Kriegen, wird eigentlich immer nur gelogen. Und weshalb jetzt genau gesprüht wird und warum die dieses Schild um diesen Planeten, dieses künstliche Schild aus technischen Partikeln um unsere Planeten legen mussten, das wissen letztendlich nur diejenigen, die diese Maßnahmen veranlasst haben. Jetzt bellt mein Hund, ich hoffe, das stört nicht allzu sehr. Nein. Nein, sehr gut. Was ist denn bekannt, welche gesundheitlichen Auswirkungen das hat, was da versprüht wird? Gut, bei den gesundheitlichen Auswirkungen muss man sagen, dass es keine Feinstaubkonzentration gibt, die praktisch, also die für den Körper nicht schädlich ist. Also sprich, jedwede Feinstaubkonzentration ist eben für den Menschen schädlich. Das geht ganz klar aus einer Stellungnahme von der Weltgesundheitsorganisation hervor, auf die auch das Umweltbundesamt Bezug nimmt. Und je kleiner eben diese Partikel sind, desto schädlicher sind sie auch, weil sie dann eben lungengängig sind und über die Lunge sich im Gewebe und in den Organen der Menschen festsetzen. Beim Solaren Geoengineering wird letztendlich genau ein derartiger Feinstaub versprüht. Im Wesentlichen eben auch Nanopartikel, die eben ultra klein sind und dadurch per se eben eine schädliche Wirkung haben auf die Gesundheit der Menschen. Und das ist auch wiederum ein Grund vermutlich, warum die Chemtrails heimlich versprüht werden, weil man wird sie kaum legalisieren können, was den Grad der Gefährlichkeit angeht gegenüber der Menschen, weil dieser Feinstaub per se gefährlich ist. Dieser Feinstaub hat natürlich Auswirkungen auch auf die gesamte Pflanzen- und Tierwelt. Und hier geht es jetzt nicht nur um die Belastung jetzt von Aluminium, die der Herr Benesch jetzt zum Beispiel angesprochen hat, den die Pflanzen nicht vertragen, sondern es geht eben auch um die Auswirkungen dieser, ich sage jetzt mal, Hightech-Nanopartikel, die da versprüht werden. So sollen ja zum Beispiel piezoelektronische Partikel versprüht werden, die praktisch ein Gitter haben, zwei verschiedene Gitter haben, sich verändern können und praktisch wie Elektroden reagieren und magnetisches und ein elektrisches Feld erzeugen. Und genau diese elektrischen Felder gehen dann in Resonanz mit Handymasten, mit Mikrowellenstrahlen und so weiter. Und das könnte zum Beispiel auch eine Ursache des Bienensterbens sein, weil die Bienen ja eben ihr Leben eigentlich am Magnetfeld auswirken und eben diese piezoelektrischen Metalle dafür sorgen, dass diese Magnetfelder künstlich erzeugt werden und die Bienen kommen eben mit künstlichem Elektrosmog nicht zurecht, wir Menschen auch nicht. Also diese elektronischen Auswirkungen dieser Partikel, das ist noch überhaupt nicht absehbar. Dann kommt insgesamt auch die Toxizität noch dazu dieser Partikel. Bei Aluminium wird ja jetzt langsam bekannt, dass dieser Stoff lange nicht so ungefährlich ist, wie lange angenommen wurde. Da gibt es ja diesen Dokumentarfilm, der jetzt auch bei Arte lief, die Akte Alu, wo eben auch deutlich herausgearbeitet wird, dass Aluminium für den Menschen sehr, sehr schädlich ist. Es gibt Studien, die darauf hinweisen, dass Aluminium Alzheimer fördert oder sogar auslöst. Es gibt Studien, dass Aluminium auch unter Umständen eben krebserregend ist. Aluminium kann zu Unfruchtbarkeit führen.
Barium, Strontium, die Metalle, die verhalten sich nicht besser, sind auch relativ toxisch für den Menschen, gerade wenn sie eben als Feinstaub eingeatmet werden. Und deswegen hat es auch keinen Sinn zu sagen, dass zum Beispiel jetzt die Werte der Regenwasseruntersuchung teilweise unter der Trinkwasserverordnung lagen. Das hat überhaupt keine Bedeutung. Hier geht es ja nicht darum, Trinkwasser zu messen, sondern eben den Feinstaub in der Luft im Regenwasser festzustellen. Und da muss man sich vorstellen, dass praktisch jeder Feinstaub, also jeder Partikel kann letztendlich, sofern man ihn einatmet, für den Menschen gefährlich sein. Es geht also darum, die Gefahr eben durch das Einatmen, nicht die Gefahr, wenn man es übers Regenwasser trinkt. Das größere Gesundheitsrisiko durchs Einatmen. Ja, natürlich, durch das Einatmen. Die Lunge ist ein empfindliches Organ und deswegen hatten wir auch vor Jahren diese ganze Feinstaubproblematik, weil eben das Einatmen von Feinstaub einfach sehr gefährlich ist. Und diese Feinstaubproblematik, die wurde ja auch immer schwächer. Also nachdem dann die Chemtrails versprüht wurden, hat man dann von der Feinstaubproblematik kaum noch was gehört. Und soweit ich weiß, unterhielt ja Greenpeace früher so einen Ballon mit Messgeräten und hat es dann abgeschafft. Also es wird ja auch nicht gemessen und das Umweltbundesamt hat ja zugegeben, dass es praktisch genau die Stoffe, die beim Geoengineering in Verdacht gekommen sind, wie Barium, Strontium und Aluminium überhaupt nicht misst, weil das Umweltbundesamt bekommt Vorgaben aus internationalen Verträgen, Richtlinien und so weiter. Und da wird eben genau vorgeschrieben, was zu messen ist und was nicht. Und wenn ich jetzt als Globalist eben diese Stoffe versprühen möchte, dann sorge ich dafür über Richtlinien, die dann auf EU-Ebene und so weiter verabschiedet werden, dass die Nationalstaaten nach diesen Stoffen überhaupt nicht messen. Und das ist auch ein Grund, warum die Chemtrails jetzt offiziell noch nicht aufgeflogen sind, weil auch offiziell nicht danach untersucht wird. Und nach was ich nicht untersuche, kann ich auch letztendlich dann nicht aufdecken. Und das hat ja auch schon der Herr Benesch zu Recht angesprochen. Das bleibt dann letztendlich Graswurzelbewegungen überlassen, die eben letztendlich nicht über diese finanziellen Mittel verfügen, wie zum Beispiel das Umweltbundesamt, letztendlich hier die Nachweise zu führen. Und deswegen haben wir jetzt auch eine Dienstaufsichtsbeschwerde gestellt gegen das Umweltbundesamt. Zum einen wegen dieser, ich sage jetzt mal, total irreführenden Stellungnahme, dass die Chemtrails letztendlich nur eine bloße Fiktion sind, die völlig überaltet ist, unwissenschaftlich, weil genau dieses solare Geoengineering, was man eben auch Chemtrails nennt, hat sich in der Wissenschaft eben durchgesetzt. Es gibt praktisch keine andere Maßnahme nebenbei, die sich auch durchgesetzt hat. Und deswegen haben wir den jetzt Aufsichtsbeschwerde gestellt. Und der zweite Gegenstand dieser Beschwerde ist, dass das Umweltbundesamt jetzt endlich mal mit eigenen Untersuchungen eben dieser Frage nachgehen soll, ob jetzt schon künstliche Wolken in Deutschland versprüht werden oder nicht. Bisher nimmt das Umweltbundesamt letztendlich nur Bezug auf Messungen vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, E.V. ohne diese Messungen eingesehen zu haben. Das konnte ich bei einer Akteneinsicht eben einstellen und feststellen. Und es reicht nicht. Das Umweltbundesamt muss hier als Bundesbehörde, als oberste Bundesbehörde im Bereich der Umwelt, muss hier eigene Untersuchungen vornehmen, um eben dieser Frage nachzugehen, ob schon künstliche Wolken versprüht werden. Ich habe eben eine Hörerfrage reinbekommen. Es gibt auch ein Strontium-90, das auch radioaktiv ist. Ist darüber etwas bekannt, ob das jetzt radioaktive Isotope von Strontium sind, die auch gemessen werden? Oder ist danach vielleicht noch nicht gemessen worden? Nein, also um welche Verbindung Isotope es sich handelt, können wir jetzt nicht sagen. Wir können immer nur sagen, jetzt welche Menge im Regenwasser ist. Aber auch schon Aktivisten, die sich jetzt mit dieser Frage beschäftigt haben, die sind eben jetzt zum Beispiel auf dieses Barium-Titanat gestoßen und ähnliche pioelektrische Metalle eben. Naja, neben diesen Metallen werden ja dann auch die Polymerfasern, die als Trägersubstanz dienen. Das sind praktisch federleichte, anorganische, dehnbare Materialien, an die dann letztendlich die Nanopartikel und der ausgebrauchte Feinstaub anhaften soll. Aber ob da jetzt radioaktives Strontium gesprüht wird und radioaktives Barium, das können wir nicht sagen. Dann haben wir noch die Frage bekommen, dass es ja wahrscheinlich am besten wäre, wenn man direkt in den Wolken messen würde, um noch sicherer zu sein, als wenn man es im Regenwasser misst.
gibt es schon Leute, die den Kostenaufwand auf sich genommen haben, den Wolken zu messen? Also bisher noch nicht. Ich habe mal vor 1,5 Jahren gehört, dass in der Schweiz jemand in den Wolken gemessen hätte, aber derjenige hat auch die Ergebnisse nicht rausgerückt. Und ich habe davon auch nie wieder was gehört. Wir wurden ab und zu kritisiert, warum wir jetzt da nicht Ballons hochschicken, aber die gehen ja jetzt auch nicht, glaube ich, auf 10.000 Meter. Wir haben jetzt erstmal angefangen, eben uns um das Regenwasser zu kümmern. Das war jetzt der erste Schritt. Jetzt müssen wir sehen, ob wir unter Umständen tatsächlich ein Flugzeug da hochbekommen, was natürlich nicht billig wird. Und es macht halt jetzt auch wenig Sinn, einmal nur hochzufliegen und einmal einen Kondensstreifen hinterher zu fliegen. Sofern das überhaupt geht, da muss man ja erstmal in die Höhe kommen auf 10.000 Meter, was ja sehr, sehr kostspielig ist. Dann könnten wir maximal ja auch beweisen, nur beweisen, dass jetzt an dieser Stelle Aluminium, Barium, Strontium ist. Also ob wir jetzt beweisen, ob es am Boden ist. Weil auch der Feinstaub oben in der Luft kann ja letztendlich auch vom Boden aufgewirbelt werden. Also wir haben ja generell Aerosole in der Luft, auch natürliche Aerosole, sonst würden sich ja überhaupt keine Wolken bilden, weil man braucht ja als Kondensationskern eben Aerosole. Das heißt, wir haben da oben Aerosole. Das heißt, der Beweis für die Chemtrails in der Luft ist wahrscheinlich nur zu erbringen, wenn man über erhebliche Geldmengen verfügt. Dann müsste man zig Flugzeuge hochschicken, die dann direkt dahinter fliegen. Die Frage ist, ob man dann überhaupt die Erlaubnis bekommt. Ich meine, das DLR bekommt natürlich die Erlaubnis, das heißt, das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt, dann ein Flugzeug hochzuschicken und hinter diesen Flugzeugen herzufliegen. Ob wir die bekommen von sauberer Himmel, das darf auch noch stark bezweifelt werden. Deswegen sind wir jetzt dran, zumindest mal ein Privatflugzeug so auf die 6.000 Meter und da nochmal mal einen Test zu machen. Aber da müssen wir dann auch erst einen Spendenaufruf machen, weil es relativ teuer wird. Das Wichtigste in unserer Arbeit ist momentan die Aufklärungsarbeit, weil wir einfach glauben, dass mit jedem Menschen, der eben realisiert, dass künstliche Wolken versprüht werden und vor allem, dass er von der Öffentlichkeit, also von der Politik und von den Medien über Jahren angelogen wurde, das ist, glaube ich, ein Schlüsselerlebnis für einen Mensch, um einfach mal zu begreifen, was wirklich hinter den Kulissen geschieht. Und wenn man registriert, dass das da oben am Himmel wirklich keine Kondensstreifen sind, sondern eben chemische Streifen, dann hinterfragt man, fängt man vielleicht auch mal an, die Politik zu hinterfragen und ob wirklich alles stimmt, was die Politik uns erzählt. Ich glaube, die Streifen am Himmel haben viele Menschen beobachtet. Ich kann von mir selber berichten, wir haben im Stau gestanden, sehen, dass das Flugzeug diese Streifen hinterlässt und dass die Streifen immer weiter nach unten gesunken sind und immer breitere Wolken gemacht haben, die wirklich genau aus diesen Streifen entstanden sind. Bloß viele Menschen wissen halt nicht, was da drin ist. Deswegen finde ich es unglaublich wertvoll, dass es diese Messungen gibt. Ja, was mir aufgefallen ist, vielleicht ist das auch rein subjektiv. Ich habe das Gefühl, dass zum Teil auch die Vögel ihr Flugverhalten geändert haben. Kann das sein, dass Vögel auch am Erdmagnetfeld sich ausrichten? Ja, die Zugvögel, das ging ja jetzt jüngst durch die Presse, dass viele Zugvögel jetzt abgebrochen haben und jetzt doch erst nochmal im Süden bleiben, obwohl sie schon längst hier angekommen wären. Ich meine, das ist ja das Problem beim Geoengineering, dass es wirklich alle und alles betrifft. Also es betrifft alle Menschen, alle Tiere, alle Pflanzen. Es betrifft letztendlich alle Zellen auf diesem Planeten, das Plankton. Die Luft, den Boden, die Gewässer, das ist so übergreifend. Das heißt, das ganze Leben auf diesem Planeten wird sich im Zuge des Geoengineering verändern. Und dass jetzt gerade auch die Tiere stark darunter leiden, das mit den Bienen habe ich ja schon angesprochen, die generell unter Smog, Elektrosmog leiden. Und da sind die Chemtrails jetzt nicht der einzige Grund. Also da haben wir ja auch noch den Mobilfunk. Und die ganzen Strahlen und Funktürme. Und das ist natürlich eine unheimliche Belastung, gerade für Tiere, die sich am Magnetfeld auch ausrichten, wie die Zugvögel auch. Und ich glaube, dass es uns allen nicht gut tut, sowohl den Menschen nicht als auch den Tieren nicht, wenn man fast über Monate keine Sonne hat. Und immer dann, wenn man dachte, dass die Sonne jetzt mal zum Vorschein kommt, hat man ja eigentlich deutlich gesehen, dass das eine reine chemische Brühe da oben ist. Also es gibt praktisch keine natürlichen Wolken mehr.
weil selbst die natürlichen Aerosole sich ja auch vermischen mit den unnatürlichen Aerosolen, die versprüht werden. Das ist eine einzige chemische Brühe über uns. Und die Dunkelheit in den letzten Monaten war mit Sicherheit eine Folge des Geoengineering und Licht und Helligkeit, Dunkelheit, das sind alles Fakten, die sich unmittelbar auf die Biodiversität eben dann auswirken. Das heißt, das Geoengineering, wenn wir das nicht stoppen können, wird das weltweite Leben auf diesem Planeten verändern. Da fällt mir gerade etwas ein. Es gibt Wissenschaftler, ich habe eine Arte-Dokumentation gesehen, auch sagt auch der österreichische Wissenschaftler Dieter Bröers, dass das Erdmagnetfeld zurzeit auch abnimmt. Was ich versuche, und es soll ja auch alle 10, ich weiß, ich habe die Zahl nicht präsent, 10.000, 12.000 oder zwischen 13.000, ich muss nochmal nachhören, wie oft es vorkommt, aber dass es natürlicherweise Schwankungen des Erdmagnetfelds vorkommen, kann das sein, dass sich das vielleicht vermischt und wie wirken Chemtrails denn überhaupt darauf ein, dass auf das Erdmagnetfeld, aufs Wetter verstehe ich ja noch. Naja, da muss man die Frage stellen, vielleicht werden ja genau deswegen die Chemtrails versprüht. Also was ich halt beobachte, ist dieser Fanatismus bei diesen Sprühaktionen. Ich meine, das fing vor ein paar Jahren an und bis heute war eigentlich eine Steigerung zu erkennen. Es werden ja mittlerweile so viele Chemtrails gesprüht, dass man die Chemtrails gar nicht mehr richtig sieht, weil sie sich von diesem milchigen weißen Himmel gar nicht mehr richtig abheben. Und ich sage jetzt mal, nur das Wetter zu manipulieren, das Klima zu manipulieren, muss man meiner Auffassung nach nicht so viele Chemtrails versprühen, also nicht so fanatisch. Das heißt, welche Ziele stecken denn wirklich dahinter? Und vielleicht ist ja gerade die Abnahme des Magnetfeldes die Ursache für dieses Schild, was eben nicht nur rein konventionell als Aerosolschicht, sondern eben über das Aufladen dann durch elektromagnetische Wellen, jetzt so zum Beispiel durch die Habanlagen, eben elektrisch wirkt. Und meiner Auffassung nach, das ist jetzt meine Meinung und spiegelt jetzt nicht die Meinung der Bürgerinitiative wider, kann es durchaus sein, dass die Abnahme des Erdmagnetfeldes eben durch dieses künstliche, auch magnetische Feld um die Erde stabilisieren wollen. Also es ist ja auch eine Art Schutzschild, so wie damals in Highlander 2 ja schon davon gesprochen wurde. Und ich glaube, dass da unter Umständen ganz gewaltige Motive dahinter stecken. Und wenn man immer fragt, warum jetzt überhaupt Geoengineering betrieben wird oder Chemtrails versprüht werden, ist halt letztendlich meine Antwort immer, es geht letztendlich immer um Macht, Machterhalt, dann Ausbau der Macht und es geht um letztendlich auch um Kontrolle. Jetzt gibt es ja auch eine ganze Menge Rechtsgrundlagen, die dagegen sprechen. Also es gibt Menschenrecht auf ein Höchstmaß an Gesundheit, das für den jeweiligen Menschen erreichbar ist. Und dann sprüht man da Massen Dinge, die solche Nebenwirkungen allein für die menschliche Gesundheit und auch für Tiere und Pflanzen im Verdacht stehen. Und dann gibt es internationale Umweltabkommen für Artenvielfalt. Was ist Ihnen dazu bekannt? Was für Rechtsgrundlagen haben die Leute, die sowas versprühen? Oder womit wird da argumentiert? Naja, die Top-Wissenschaftler und Lobbyisten, die sich eben für den Einsatz von Geoengineering-Maßnahmen stark machen, die geben ja selbst zu, dass es praktisch noch überhaupt keinen rechtlichen Rahmen gibt. Und dies wird ja auch der Grund sein, warum sie eben heimlich damit begonnen haben und jetzt irgendwann hoffen, dann, wenn die Not am größten ist, wenn noch ein paar Naturkatastrophen über die Menschheit hinwegfegen, dass man dann so viel Angst aufbauen kann in der Bevölkerung, dann wieder über die Medien und so weiter, der böse Klimawandel, dass man dann diese Maßnahmen legalisiert, weil es ist ein absolut rechtsfreier Raum. Momentan, es gibt zwar jetzt kein Gesetz, was diese Maßnahmen ausdrücklich erlaubt, es gibt auch kein Gesetz, was es ausdrücklich verbietet, aber wir haben ja eine Vielzahl von internationalen Normen, die eben eingehalten werden müssen von den Vertragsstaaten, die diese Übereinkommen unterschrieben haben. Zum Beispiel haben wir das Übereinkommen über weiträumige grenzüberschreitende Luftverschmutzung. Also es ist einem Staat jetzt verboten, so viel Luftverschmutzung freizusetzen, dass Güter jetzt wie Mensch, Tier, Umwelt und so weiter in Nachbarstaaten dann gefährdet werden.
Wir haben eben auch das Wiener Übereinkommen, das haben wir vorhin schon angesprochen, wieder Übereinkommen zum Schutz der Ozonschicht und darauf basierend noch ein Protokoll von 1987. Dann das Montrealer Protokoll, dann haben wir das Übereinkommen über die biologische Vielfalt, die eben natürlich auch bedroht ist durch Geoengineering. Dann haben wir das ungeschriebene Nachbarrecht als Gewohnheitsrecht im Völkerrecht. Daraus folgt letztendlich auch, dass es einem Staat verboten ist, so viele Emissionen freizusetzen, dass ein Nachbarstaat unmittelbar gefährdet wird. Also wir haben eine Vielzahl von internationalen Vorschriften, die eigentlich den Rahmen für das Geoengineering sehr, sehr eng stecken. Und es ist ein rechtsfreier Raum, das wird immer wieder betont. Und logisch ist natürlich auch, dass das ja viele Jahre dauert, bis man hier mal eine verbindliche Rechtsgrundlage international erarbeitet hat. Da muss man sich mit sämtlichen Regierungen dieser Welt auseinandersetzen. Da muss über Jahre getagt und verhandelt werden. Man sieht ja bei diesen ganzen Umweltkonferenzen, dass am Ende dann ohnehin nichts dabei rauskommt und vor allem nichts Konkretes dabei rauskommt. Und ich meine, das wissen natürlich diese Top Geoengineer David Keith, Ken Caldera und ja übrigens von Bill Gates, unter anderem von Bill Gates auch gesponsert werden. Und ich meine, das sind absolute Macher auf ihrem Gebiet und die nehmen da wenig Rücksicht auf den rechtlichen Rahmen, sondern die beginnen einfach damit. Die haben auch die Organisation und die Strukturen, um sowas eben weltweit dann eben über Organisationen wie NATO und andere Organisationen abzuwickeln. Und dann wird einfach mal damit begonnen, weil die Folgen dieser Maßnahmen kann man auch erst abschätzen, und das sagen auch wieder Institute und Wissenschaftler, wenn man damit begonnen hat. Also in experimentellen Versuchen oder reinen visuellen Versuchen jetzt am Computer lässt sich das überhaupt nicht darstellen, sondern man muss Chemtrails versprühen, um zu studieren, was letztendlich der Effekt davon ist. Und deswegen haben die damals begonnen im rechtsfreien Raum, und der ist nach wie vor rechtsfrei geblieben. Aber ich sage immer, je größer das Verbrechen, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass man nicht dafür bestraft wird. Also wenn man Völkermord begeht, wird man nicht dafür bestraft. Aber wenn man eine Banane oder, ich sag mal, eine Zigarettenschachtel oder irgendwas im Supermarkt klaut, dann kriegt man natürlich einen Strafbefehl wegen Diebstahls. Von wegen rechtsfreier Raum. Mir scheint das eher so, dass das, was da getan wird, nicht explizit das zu versprühen, irgendwo verboten ist, dass da irgendwo im Gesetz steht, man darf kein Barium, nicht die und die Bariumverbindung versprühen, aber dass die Folgen davon durchaus verboten sind, man aber jetzt beweisen muss, dass es die Folgen hat, um dann zu erkennen, dass man die ganze Zeit was Verbotenes getan hat. Und das scheint einfach ein Zeitfaktor zu sein. Und bis dahin hat man ganz viel davon versprüht. Ja, also ich nehme immer das Beispiel, wenn ich jetzt ein Sportflieger bin und ein kleines Flugzeug habe und da einen Tank dran mache und Aluminium, Barium, Strontium und Mangan versprühe und das wird publik, dann bekomme ich mit Sicherheit einen Strafbefehl und eine Anklage wegen Luftverunreinigung. Dass es eine Luftverunreinigung ist, was da oben stattfindet, das dürfte völlig unstreitig sein. In der Tat ist es so, dass man dann die Kausalität zu gesundheitlichen Gebrechen, wie zum Beispiel Alzheimer und Krebs und Demenz und Schwindel und Allergien, da müsste man natürlich in jedem Einzelfall die Kausalität führen, was nahezu unmöglich ist, weil in den letzten Jahrzehnten so viel Gifte freigesetzt wurden und dass man die Kausalität überhaupt nicht mehr führen kann. Also von was kommt Krebs? Kommt es jetzt von den ganzen Umweltgiften, von den Pestiziden? Von anderen Stoffen in Lebensmitteln, die krebserregend sind. Es gibt überall krebserregende Stoffe und es ist auch ganz bewusst so inszeniert worden in den letzten Jahrzehnten von der Politik und von der petrochemischen Branche, dass man letztendlich die Kausalität aufgrund der großen Masse von Umweltgiften und Beeinträchtigungen, die nicht natürlich sind, überhaupt nicht mehr führen kann. Ja. Wie könnte denn jetzt ein Ausstieg aussehen aus den Chemtrails? Naja, da müssten sie jetzt auch die Täter
und die Inszenatoren fragen. Also ich kann Ihnen nur raten, das so schnell wie möglich publik zu machen, weil letztendlich muss man sich ja vorstellen, dass die das von Anfang an geheim halten wollten und es ist einfach jetzt mal aufgeflogen weltweit. Ich meine, jeden Tag kommen weltweit wahrscheinlich Tausende von Menschen dazu, die das auch bemerken. Und es gibt ja auch renommierte Wissenschaftler, die schon darüber gesprochen haben. Und also da gibt es ja schon so viele Fakten. Und es wäre jetzt mal an der Zeit, dass man eben mal an die Öffentlichkeit tritt und einfach sagt, dass man es tut. Letztendlich geht es ja um diese Heimlichkeit, die ich persönlich jetzt überhaupt nicht akzeptieren kann. Und dann auch noch so zu tun, als wären es normale Kondensstreifen. Und jeder, der sich mit der Physik dort oben in der Atmosphäre auseinandersetzt, merkt relativ schnell, dass die atmosphärischen Bedingungen für diese Langlebigkeit der Kondensstreifen überhaupt nicht vorhanden sind. Und Sie haben ja so schön beschrieben, dass die Streifen dann direkt zu diesen Wolken führen, das haben Sie vorhin beschrieben. Und das braucht man, also Extrembedingungen, da braucht man eine Luftfeuchtigkeit von mindestens 130%. Und das dann bezogen auf Eis, also man braucht eisübersättigte Regionen, so nennt man es in der Fachsprache, die kommen hin und wieder mal vor, aber relativ selten. Aber bei uns sollen die jetzt der Normalfall sein, also dass praktisch Kondensstreifen erstmal stehen bleiben, sich ganz langsam ausbreiten, weil früher hat man ja immer gesagt, es ist zwar die Leben der Kondensstreifen, ein Kondensstreifen verschwindet so schnell, wie er entstanden ist und irgendwo tummeln sich dann diese Aerosole wieder zusammen und bilden dann irgendwann mal irgendwo mal Zirruswolken. Das war eigentlich die Physik, bevor Chemtrails versprüht wurden. Und dann ging eine Riesenpropaganda los. Und dann hieß es auf einmal, dass normale Kondensstreifen über Stunden am Himmel verweilen können. Also da fehlt es einfach an den atmosphärischen Bedingungen. Das ist alles so offensichtlich, auch dass jetzt gesprüht wird, dass die Sonne nicht mehr gelb ist, sondern weiß ist, dass wir diese Wetterextreme haben im Winter zwischen minus 10 und plus 20 Grad innerhalb von Tagen oder auch jetzt, dass die Zugvögel auch hier völlig aus dem Takt geraten. Es gibt ja so viele Zeichen, dass hier massiv in Wetter und Klima eben eingegriffen wird und es ist so offensichtlich, dass ich nur sagen kann, macht's öffentlich. Weil dann sind sie das größte Problem los. Und so werden Millionen, wenn nicht gar Milliarden weltweit investiert in diese permanente Kondensstreifenpropaganda und in diese Debunker. Und es werden Chemtrails versprüht, sie sollen es zugeben und danach kann man diskutieren. Dass es letztendlich früher oder später legalisiert werden muss, ist ja völlig offensichtlich, weil früher oder später fällt es nämlich dann auf und dann kommt es raus, meine ich. Und letztendlich sind es Straftaten in meinen Augen. Und zwar sind es ganz massive Straftaten und alle Ämter, die meinen, sie müssen hier eben nichts tun, weil sie bestreiten es jetzt ja auch nicht explizit. Also die meisten Behörden sagen, sie können nicht ausschließen, das oder ihre Aufgabe sei es nicht das. Es gibt ja eigentlich kaum eine Behörde, bis auf das Umweltbundesamt, das jetzt ausschließen. Das heißt, das Problem ist von wegen Straftaten, wenn ich es richtig verstehe, geht es um Verdacht von Umweltstraftaten und von Straftaten auch eben Richtung möglicherweise Körperverletzung von Menschen. Die Frage ist aber, wem man was genau zuordnet. Deswegen gibt es wahrscheinlich auch, mir ist zumindest nicht bekannt, dass es eine größere Anzahl von Anzeigen gäbe. Ja, bisher gibt es noch nicht viele Anzeigen. Also die einzigen Strafanzeigen, die bisher gestellt worden sind, die wurden dann meistens mit Hinweis auf diese Stellungnahme vom Umweltbundesamt eben sofort eingestellt. Und deswegen ist mein Ansatzpunkt jetzt gewesen, erstmal diese Stellungnahme vom Umweltbundesamt, dass die zumindest abgeändert wird, sodass es für jeden Laien ersichtlich ist, dass es eben genau um dieses solare Geoengineering, was wir jetzt bereits am Himmel sehen, in der Wissenschaft, auch geht, weil solange diese Stellungnahme veröffentlicht ist, werden wir mit einer Strafanzeige in Deutschland letztendlich nicht durchkommen. Es ist auch immer wichtig, dass die Zeitqualität stimmt. Das Thema Chemtrails war, als wir vor eineinhalb Jahren angefangen haben oder vor zwei Jahren knapp, war das schon sehr so in der Schublade, Verschwörungstheorie und völlig irreal, absurd. Und ich meine, jeder, der jetzt auf unsere Webseite geht und es studiert, was wir da alles veröffentlichen, muss eigentlich zum Ergebnis kommen, dass da auf jeden Fall mit Sicherheit was dran ist an diesem Thema. Aber früher oder später wird dann auch mal eine Strafanzeige gestellt werden, eben mit Hinweis vor allem auf Umweltstraftaten,
weil eine Luftverunreinigung haben wir mit absoluter Sicherheit auch Gewässerverunreinigung, Bodenverunreinigung. Wie es jetzt mit Straftaten gegen das Leben ist, ich meine, die nehmen das bewusst in Kauf. Das ist ihnen auch völlig egal. Ich meine, der David Keith, einer der Top-Verfechter des Geoengineering, eben Harvard-Professor, der hat ja zugegeben in Amerika, als er dann gefragt wurde von Aktivisten, dass sie sich noch nicht damit beschäftigt haben, welcher Einfluss jetzt von Aluminium ausgeht, von zig Millionen Tonnen Aluminium, die da versprüht werden auf den Menschen. Damit haben sich die Wissenschaftler überhaupt nicht beschäftigt, weil die haben eine Vision, das ist ihre technologisierte Welt, und sie haben jetzt, David Keith hat seine Vision, jetzt dieses Schutzschild dieser Erde anzubringen, und die lassen sich auch davon kaum abhalten. Und diese industriellen Netzwerke, ich meine, das ist ein lukratives Geschäft auch noch mit den Chemtrails. Ich meine, diese Materialien müssen hergestellt werden, die werden versprüht, und das muss ja auch alles bezahlt werden. Also lukrativ ist es auch. Und genauso wie die Gentechnik, die Atomenergie auch sehr, sehr lukrativ war. Es gibt zahlreiche Patente, Geoengineering. Selbst auch Ken Caldera hat auch zum Beispiel ein Patent jetzt als Top-Verfechter des Geoengineering und hoch angesehener Professor. Also die versprechen sich damit natürlich auch viel Geld zu verdienen. Ich wundere mich, dass die Krankenversicherung und die Schadensversicherung, die Rückversicherung das einfach so geschehen lassen. Dass da noch keiner aufgewacht ist. Die müssen ja riesige Summen, müssen denen ja an Gewinnen verloren gehen, und auch die Versicherten, dass sie das mit sich machen lassen. Also die Rückversicherungen, die verfügen über so ein Vermögen, dass es denen letztendlich egal ist, ob da jetzt auch noch Aerosole künstlich versprüht werden. Ich meine, solange es jetzt nicht offiziell ist und solange man es ihnen eben nicht hundertprozentig nachweisen kann, vor allem dann die Kausalität zu den einzelnen Schäden, machen sie sich ja jetzt auch erstmal nicht oder werden nicht der Haftung ausgesetzt. Ich meine, das ist ja auch der Grund, warum sie es illegal machen oder heimlich machen, weil sie sich eben nicht der Haftung aussetzen wollen. Und wenn diejenigen, die das fabrizieren, sich für alle Folgen, also für alle Folgen finanziell gerade stehen müssten, dann wäre das so ein Minusgeschäft, dann würde es Geoengineering wesentlich mehr kosten, als es letztendlich einfährt. Weil letztendlich, wenn man jetzt auch diese Schneefälle anschaut, dass es bei Temperaturen von Plusgraden, wo es früher teilweise nicht geschneit hat, jetzt schneit, oder diese Form von diesem Schnee, schaut letztendlich aus wie Kunstschnee, weil ja auch die ganze Atmosphäre voller künstlicher Partikel ist. Deswegen schaut es jetzt auch alles so künstlich aus. Und wenn die jetzt für jeden Unfall haften müssten, der wegen einem künstlichen Schneeeinfall, ich meine, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen, wie hoch die Kosten der Folgenbeseitigung sind, eben im Hinblick auf diese Maßnahmen. Das ist unermesslich, und deswegen wird es halt heimlich fabriziert. Ja, ich denke, da müssen wirklich mal bald alle Karten auf den Tisch. Wer macht das? Aus welchen Gründen macht man es wirklich? Wie groß sind die Schäden? Wie groß ist das, wovor sie uns angeblich oder tatsächlich schützen wollen? Ja, es ist halt lange Arbeit, und man kann so, ich weiß, dass viele ungeduldig sind, ich selbst ja auch, aber man kann solche Windmühlenkämpfe oder Angelegenheiten kann man nicht in kurzer Zeit gewinnen. Da muss man jetzt jahrelanges Engagement zeigen, und ich glaube, dass mit dem Thema Chemtrails wirklich viel geleistet wurde, auch von vielen Menschen. Das Thema ist jetzt einfach angekommen, auch teilweise in der Berichterstattung. Es haben sich jetzt mittlerweile auch schon die eine oder andere Zeitung mal getraut, das Thema anzusprechen, so gut es eben geht. Und das ist eben auch unsere Aufgabe, das Thema so salonfähig zu machen, damit es halt dann auch mal, ich sage jetzt mal, renommiertere Persönlichkeiten und Organisationen irgendwann mal anlangen können. Weil wer sich jetzt mit dem Thema Chemtrails beschäftigt, der verbrennt sich letztendlich die Finger, weil sie eben noch als Tabuthema dargestellt wird. Und was ich hier auch mal loswerden muss, ist, dass es ja wirklich so ist, dass in dieser sogenannten Chemtrail-Szene sich mehr Agenten tummeln als Aktivisten. Also das ist so das Bild, was wir von den letzten zwei Jahren haben, dass da so viele Desinformanten und Agenten sind, die eben auch vor allem diejenigen sind, die das Thema auch total lächerlich machen, so dass es eben von den etablierten niemand glaubt. Und es gibt viele Menschen,
im System, sogar zu, vielleicht auch bei irgendeinem Wetter, den so irgendwo, die da wirklich nicht dran glauben oder das eben mit ihrem Weltbild nicht in Einklang bringen können, weil es braucht auch einen Gedankenwechsel. Also viele können mit ihren jetzigen Gedanken einfach das mit den Chemtrails nicht einordnen und dann kommt dieser Verdrängungsmechanismus, gerade bei Akademikern, die jetzt denken, sie verstehen die ganze Welt und auf einmal müssten sie jetzt wahrhaben, dass sie das mit dem Geoengineering, ich meine, die meisten wissen überhaupt nicht, dass man Wetter und Klima manipulieren kann. Also selbst deswegen wurde man ja schon als Verschwörungstheoretiker angesprochen, obwohl das ja völlig unstrittig ist, dass man großflächig das Wetter und Klima manipulieren kann. Also, dass es professionelle Diskreditierer gibt in verschiedensten Organisationen. Ich hab das auch von Politikern unterschiedlichster Couleur gehört und dass immer wieder dort Leute hineingehen, wo man sich fragt, sind die nur zum Diskreditieren reingekommen? Und ich denke, das gibt es bei NGOs, die kritische Themen aufgreifen, gibt es das genauso wie wenn man netzwerkartig Themen aufgreift. Ich denke, auch da braucht es Transparenz, um das abzuwehren. Verhindern kann man das eigentlich nicht. Nein, es lässt sich nicht verhindern, weil sobald sich eine Gruppe oder eine Bewegung gründet, die gute Arbeit macht und gerade noch in kritischen Bereichen, dann wird sofort versucht, die Gruppe zu unterwandern oder die Ergebnisse zu verwässern. Es sind immer dieselben Maßnahmen oder einfach ständig jemanden abzulenken, sodass er sich nicht mehr um seine Fähigkeiten oder Aufgaben kümmern kann. Also was wir da in der letzten Zeit alles erlebt haben, das ist so unglaublich. Und wir wollen damit aber nicht letztendlich nicht an die Öffentlichkeit gehen, weil die Menschen ja sonst noch mehr Angst kriegen. Und das Problem am Thema Chemtrails ist ja die Angst. Das heißt, viele Menschen können sich bei diesem Thema, wollen sich nicht, also zumindest nicht öffentlich engagieren, weil sie Angst haben, sofort umgebracht zu werden. Ich meine, dazu kann ich jetzt nur sagen, die Frau Andrea Fischer, die ja auch im Impressum steht und letztendlich mit mir zusammen die Bürgerinitiative gegründet hat, lebt noch, ich lebe noch. Ich meine, klar, man wird so gestalkt und eben versucht, dass man abgelenkt wird. Das ist sowieso. Diskreditierungsattacken und solche Sachen. Ja, das sowieso, aber das kriege ich schon seit Jahren, weil ich ja seit Jahren an kritischen Themen arbeite und das hat angefangen, als ich mal eine Strafanzeige gegen Monsanto gestellt habe, hatte, da ging das los. Also wenn man sich diesen Konzerninteressen in den Weg stellt, dann hat man ja, mit so einer Vorgehensweise muss man dann ganz stark rechnen. Okay, wie für Einsteiger in das Thema, wie kann man Ihre Initiative unterstützen? Wo findet man Ihre Initiative? Gut, wir sind jetzt zum einen im Internet vertreten unter www.sauberer-himmel.de. Das ist unsere Webseite, wo wir auch einen Blog haben, den wir fast täglich aktualisieren. Wir haben unglaublich viele Informationen jetzt mittlerweile auf unserer Webseite gesammelt. Unterstützen kann man uns, indem er zum Beispiel an unseren Regionalgruppen teilnimmt. Wir haben ja etliche Regionalgruppen, die dezentral dann eben in ihren Regionen Aufklärungsarbeit machen sollen und auf Messe besuchen. Auf Messe gehen sollen und eben auch die Flyer unter die Menschen bringen sollen. Also man kann der Regionalgruppe beitreten. Das ist immer eine gute Sache oder auch unsere Artikel oder unsere Webseite verlinken oder einfach andere Menschen auf das Thema aufmerksam machen und einen Link geben auf unsere Webseite. Dann kann man uns natürlich mit Spenden unterstützen. Das ist ja klar, jede Graswurzelbewegung braucht auch Geld. Alles kostet Geld, jeder Messe. Besuch kostet Geld, Flyer kosten Geld, Transparente kosten Geld, kostet alles Geld. Und das Thema unterstützen kann letztendlich jeder Einzelne, indem es eben wichtig ist, dass man aufklärt darüber, aber eben auch nicht in Panik verfällt. Und ich sage immer, die Zeit läuft für uns, weil diejenigen, die sprühen, sind unter Zeitdruck. Die müssen jetzt so schnell wie möglich legalisieren, weil es früher oder später auffliegt. Deswegen läuft jetzt endlich die Zeit für uns und wir konnten auch jetzt die Atomenergie nicht in ein paar Jahren beseitigen und auch die grüne Gentechnik nicht. Das sind oft Windmühlenkämpfe, die über viele, viele Jahre dauern und ich glaube, dass die Natur und auch die Menschen sich früher oder später wieder erholen werden, wenn nicht mehr gesprüht wird. Deswegen liegt es wirklich an jedem Einzelnen, Aufklärungsarbeit zu machen und vor allem auch seine Angst
zu verlieren bei dem Thema, weil die Gegenseite, die arbeitet mit Angst nach dem Motto, wer sich bei diesem kritischen Thema einsetzt, der hat eben mit solchen Sachen dann zu rechnen, mit unangenehmen Sachen. Und wir können einfach nur sagen, habt Mut, kommt nach vorne, macht euch sichtbar und versucht zusammen mit uns eben so gute Aufklärungsarbeit zu machen, dass die kritische Masse früher oder später dann mit diesem Thema eben vertraut ist. Und ich glaube, wenn die kritische Masse Bescheid weiß, dann können wir dieses Projekt, globale Projekt, zusammen mit vielen anderen Menschen weltweit stoppen. Herzlichen Dank für das Interview. Ich danke auch. Jetzt kommt noch einmal Musik und dann kommt gleich der dritte Teil der Sendung, wo es um Hunger in Deutschland geht. Danke. Make a wish on whispered stars for a road and faster car and wait. See if it comes true. For a house on distant streets. Dream of nights in softer sheets. There's beach. So I know you're tired. So leave it to the tide and that next light. Side. Just leave it to one side. I'm on your side. When weather's right, come sailing home again. Walk the land and see the show. Kommt gleich der dritte Teil der Sendung Macht und Menschenrecht am 21.03.2013 auf Radio Jungle dran. Wir haben das Interview mit Ute Hausmann, Geschäftsführerin von FIAN Deutschland, vorab aufgezeichnet.
Sie erinnern sich vielleicht noch an unser Interview, was wir im Januar gemacht haben mit Bernhard Joko. Bernhard Joko von dem Arbeitskreis, der sich mit der Lage der Arbeitslosen und mit Hartz IV beschäftigt, von Verdi. Damals ging es darum, welche Wirkung Hartz-IV-Sanktionen haben auf eben den Empfänger von Arbeitslosengeld II. Jetzt betrachten wir das Thema von einer anderen Richtung. Dies geht es darum, um Hunger in Deutschland. Und da gehören eben auch Arbeitslosengeld II-Empfänger auch zu den Menschen, die besonders betroffen sind. Die Menschenrechtsorganisation FIAN ist gegründet worden, um das Recht auf Nahrung zu verwirklichen aus Artikel 11 UNO Sozialpakt. Und sie beschäftigt sich auch mit Hunger in Deutschland. Und zurzeit wird Deutschland überprüft, ob es die Menschenrechtsverträge der UNO einhält, darunter natürlich auch der UNO Sozialpakt. FIAN hat zusammen mit anderen Verbänden dort auch zum Thema Stellung genommen. Und ja, ich habe Ute Hausmann dazu interviewt zum Hunger in Deutschland. Welche Bevölkerungsgruppen sind besonders hungergefährdet sind? Wie viele Menschen in Armut leben und was FIAN gegen den Hunger auch in Deutschland tut und gerade auch vor dem UNO-Menschenrechtsrat. Ich zur nächsten Sendung, die wird wieder stattfinden ab 19 Uhr, Radio Jungle Drum am ersten Donnerstag im April. Genauer Inhalt wird noch bekannt gegeben. Und ich verabschiede mich jetzt schon mal von dieser Sendung und bitte um Abspielen des Interviews. Danke. Es ist Donnerstag, der 21. März 2013. Hier ist wieder die Sendung Macht und Menschenrechte. Mein Name ist Volker Heusing. Sie hören die Sendung auf Radio Jungle Drum. Nun kommen wir zum Interview mit Ute Hausmann. Frau Hausmann ist Geschäftsführerin des Menschenrechtsverbands FIAN Deutschland. Herzlichen guten Abend. Ja, guten Abend. Es geht um Hunger in Deutschland. FIAN ist ja die Menschenrechtsorganisation, die sich für das Menschenrecht auf Nahrung einsetzt, aus Artikel 11 UNO Sozialpakt. Und es gibt auch Menschen, die in Deutschland hungern, beziehungsweise unter- oder mangelernährt sind. In welchen Bevölkerungsgruppen sind dort die Menschen zu suchen? Und was für Anhaltspunkte gibt es dafür, wie viele Menschen hungern? Ja, also den wichtigsten Anhaltspunkt, den wir heute haben, denke ich, ist auf jeden Fall die Zahl der Menschen, die heute zu den Tafeln geht, also die Tafeln in Anspruch nehmen, sich dort Nahrungsmittel abholen und die Betreiber der Tafeln, also der nationale Verbund der Tafeln, spricht selber von 1,5 Millionen Personen. Das sind eben Menschen, die sagen, sie können sich nicht ausreichend von dem Budget, das ihnen zur Verfügung steht, ernähren und die nehmen das dann eben in Anspruch, dass sie bei den Tafeln Nahrungsmittel abholen und damit eben ihr Haushaltsbudget entlasten. Welche sind denn die ärmsten Bevölkerungsgruppen, die am wenigsten zum Lebensunterhalt haben in Deutschland? Gut, wir reden natürlich auf jeden Fall von Hartz-IV-Empfängern. Da ist ja nach wie vor umstritten, ob das Hartz-IV-Niveau ausreichend ist, zum einen um sich zu ernähren, beziehungsweise auch andere Bedürfnisse zu befriedigen. Es ist ja so, dass das Budget für die Nahrungsmittel immer das ist, das am flexibelsten ist. Also wenn ich eine Ausgabe habe, die unerwartet ist, die höher ist als im Regelsatz angesetzt, dann geht das sehr schnell zu Lasten eben des Nahrungsmittelverbrauchs. Wir reden da natürlich auch von Hartz-IV-Aufstockern, also all denjenigen, die heute als Working Poor gelten, also diejenigen, die zwar ein Einkommen haben aus Arbeit, das aber eben auch nicht existenzsichernd ist. Wir haben eine Gruppe, von die wir kennen, das sind alleinerziehende Mütter, da ist das Armutsrisiko besonders hoch. Und wir haben eben auch noch eine ganz andere Gruppe, nämlich diejenigen, die auf das Asylbewerberleistungsgesetz angewiesen sind, wo die Leistung ja auch Gegenstand einer Verfassungsbeschwerde war
Und wo festgestellt wurde, dass eben diese Sätze jetzt auch auf Hartz-IV-Niveau gebracht werden müssen. Es gibt ja eine Studie von Fian, die heißt Ernährungsarmut und das Menschenrecht auf Nahrung in Deutschland. Da wird ja hauptsächlich eingegangen auf Hartz IV oder Arbeitslosengeld II-Empfänger, Sozialhilfeempfänger und Empfänger nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Und da waren die Geldleistungen für die Empfänger nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Moment, eingefroren auf dem Jahr auf dem Stand des Jahres 1993 vorher. Gut, das war ja eben Gegenstand der Verfassungsbeschwerde, wo es im letzten Jahr dann eben auch ganz wichtigen Entscheid gegeben hat vom Bundesverfassungsgericht, wo eben festgelegt wurde oder festgestellt wurde erstmal, dass das Recht auf ein menschenwürdiges Existenzminimum eben nicht nur deutschen Staatsbürgern zusteht, sondern eben allen Menschen, die sich in Deutschland aufhalten, und dass dementsprechend eben auch das Asylbewerberleistungsgesetz die Leistungen angehoben werden müssen. Das war ja die zentrale Entscheidung, die wir im letzten Jahr da vom Bundesverfassungsgericht gehabt haben. Und das Wesentliche ist jetzt eben, dass das auch umgesetzt wird. Wir als FIAN sind grundsätzlich insgesamt für die Abschaffung des Asylbewerberleistungsgesetzes, vor allem auch der Sachleistungen. In Bezug auf Nahrungsmittel gibt es immer noch einzelne Bereiche, einzelne Regionen in Deutschland, wo eben Menschen, die unter das Asylbewerberleistungsgesetz fallen, Sachleistungen bekommen. Das heißt, sie bekommen Nahrungsmittelpakete und können sich da eben nicht selbstbestimmt ernähren. Das ist etwas, was wir sehr stark kritisieren. Und auch die Gesundheitsleistungen unter dem Asylbewerberleistungsgesetz gehören aus unserer Sicht angepasst. Auch das hat zum Teil eben Auswirkungen auf das Menschenrecht auf Nahrung, aber in erster Linie auch auf das Recht auf Gesundheit. Das Urteil findet man auf bundesverfassungsgericht.de. Das Urteil vom 18.07.2012 vom 1. Senat. Da in dem Urteil damals ging man ja ein auf das Recht auf kulturelle Teilhabe, also an gesellschaftlichen Leben teilhaben, an Sport, an Kultur teilhaben, und es ging um angemessenen Lebensstandard. Ich habe den Eindruck gehabt, die Menschenrechte, wo so richtig die menschenrechtlich die Musik drin ist, wie Nahrung, Höchstmaß auf Gesundheit oder auch Recht auf soziale Sicherheit, in dem Sinne, dass auch fürs Alter was eingezahlt werden sollte, das war noch gar nicht Thema am 18.07. Das könnte noch spannend werden, wenn das mal auf den Tisch kommt. Ich denke, das war schon Gegenstand. Also das Bundesverfassungsgericht hat ja den Unterschied gemacht zwischen physischem Existenzminimum und hat da eben dann Nahrung, Kleidung, Wohnen und so runter mit reingerechnet und dann eben noch die Frage nach dem soziokulturellen Existenzminimum. Das sind eben die Frage mit kulturelle Teilhabe, Teilhabe in der Gesellschaft, solche Fragestellungen. Aber auch für uns ist klar, wir würden uns natürlich auch wünschen, dass es eine explizite Beschäftigung mit den einzelnen Rechten gibt, also mit dem Recht auf Nahrung und auch eine Auseinandersetzung damit, wie das im internationalen Recht heute verstanden wird, wie das ausdefiniert wird, welche Ansprüche sich daraus ableiten lassen und dass man nicht sagt, man hat eben bestimmte Menge im Regelsatz für Nahrung zur Verfügung und damit ist das Thema menschenrechtlich auch erledigt. Also da stecken aus unserer Sicht noch sehr viel mehr Fragen auch mit dabei. Wenn man sich den allgemeinen Kommentar Nummer 12 anschaut, da gibt es da Texte für 8 zum Wesensgehalt. Es muss ja auch Nahrung sein, die frei von schädlichen Substanzen ist. Für Bionahrung reicht der Regelsatz wahrscheinlich nicht für jeden. Davon würde ich jetzt mal ausgehen. Also das Bio nicht unbedingt das ist, was man sich eben auch, sag ich mal, leisten würde, da wo Bio teurer ist, wenn man einen knappen Haushalt hat. Das ist dann natürlich immer die Entscheidungsfrage, vor der man steht. Also es ist natürlich so, wir haben in Deutschland ein extrem niedriges Preisniveau für Lebensmittel, das aber natürlich auch zu hinterfragen ist, weil ja dieses niedrige Preisniveau auch darauf basiert, dass zum Beispiel in anderen Ländern Menschen ausgebeutet werden, dass Kleinbauern nicht angemessene Preise für ihre Nahrung bekommen und so weiter.
Also dieser niedrigen Sätze, mit denen eben auch Menschen gezwungen werden, sehr wenig Geld für Nahrung auszugeben, die verstärken natürlich insgesamt das Ernährungssystem, das darauf ausgerichtet ist, möglichst billig zu produzieren und damit eben auch menschenrechtliche Ansprüche von Menschen in der Produktion, also man kann auch hier von den Bauern auch in Deutschland sprechen, da ist dann eben ja, praktisch die Einkommen sehr, sehr runtergedrückt werden, was natürlich eigene menschenrechtliche Probleme mit sich bringt. Das heißt, dadurch, dass man von so niedrigen Sätzen in Deutschland, dass davon viele Menschen eben noch leben können, noch genug zu essen haben, das führt dann oft dazu, um das zu ermöglichen, dass man so billig produziert, dass dafür in den Erzeugerländern die Landwirte hungern. Also ich würde jetzt nicht sagen, das niedrige Preisniveau liegt daran, dass wir zu viele Hartz-IV-Empfänger haben. Das würde ich jetzt nicht sagen. Also grundsätzlich wird in Deutschland sehr gerne sehr billig eingekauft. Das ist hier der marktbestimmende Trend, dass es möglichst billig sein muss. Und da muss sich zum einen natürlich an dem Verbraucherverhalten was ändern, zum anderen aber wirklich auch an der Macht, die eben in den Supermärkten heute verankert ist, die eben in den großen Lebensmittelkonzernen verankert ist, die eben diese Preispolitik betreiben können. Also das ist der Punkt, wo man ansetzen muss, damit eben Produzenten, sei es in Entwicklungsländern, aber auch innerhalb der EU oder in China eben angemessene Preise bekommen können und dann eben sich selber auch ernähren können und entsprechend Teilhabe auch praktizieren können. Wenn ich mir jetzt die FIAM-Veröffentlichung vom September 2012 anschaue, da haben im Jahre 2010 laut Bundesanstalt für Arbeit 6,7 Millionen Menschen Arbeitslosengeld II bekommen, 1,8 Millionen Kinder mussten davon mitleben und 2009 Sozialhilfe, also Leute, die eben nicht dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen, 2 Millionen 270.000 Menschen. Wobei das natürlich nicht alles Menschen sind, die hungergefährdet sind. Es kommt natürlich darauf an, wenn ich es richtig verstehe, welche unvorhergesehenen Kosten noch auf die Menschen zukommen. Denn zu den Tafeln gehen ja 1,5 Millionen. Das sind ja wieder niedrigere Zahlen im Vergleich zu denen, aber immer noch erschreckend hoch. Genau, also das Phänomen der Tafeln zeigt eben, dass es genug Menschen gibt, die sich, sage ich mal, dieser Situation auch aussetzen, um eben ihren Haushaltsbudget zu entlasten. Also manche sind natürlich stärker darauf angewiesen als andere, das ist ganz klar, aber die Wirkungen sind ja auch dokumentiert worden. Also es ist ganz klar, Menschen, die eben zu den Tafeln gehen, machen das in der Regel nicht freiwillig, sondern es gibt einen sehr starken Druck, den sie empfinden. Sehr viele Menschen, die zu den Tafeln gehen, empfinden das auch wirklich als eine Stigmatisierung, schämen sich, dass sie da hingehen müssen. Also das hat sehr starke Auswirkungen darauf, wie selbstständig, wie selbstbestimmt man das Leben auch führt und mit welcher Würde man das Leben führen kann. Und deshalb ist für uns an sich eben schon das Phänomen der Tafeln und dass es sich heute so breit macht und zum Teil eben auch staatlich unterstützt wird, für uns ist das aus der Sicht allein ein Problem, weil es eben sehr stark die Würde von Menschen auch angreift. Welche Alternativen fordert FIAM denn stattdessen? Das ist natürlich sehr schwierig jetzt, ein solches System, das auch sehr stark angebotsgesteuert ist, von heute auf morgen abzuschaffen. Das ist, das scheint kaum möglich zu sein. Also es gibt ja ein sehr großes Interesse auch von Unternehmensseite, von Supermärkten, zum Beispiel ihre Abfälle eben loszuwerden. Das ist heute ein System, das sehr gut funktioniert. Wir haben auch sehr viele Freiwillige, also die Rede ist von 50.000 Menschen, die sich engagieren, die etwas Gutes tun wollen. Also hat eine Eigendynamik gewonnen, die natürlich sehr schwer zurückzudrehen ist. Für uns ist aber der kritische Faktor der, dass eben das Phänomen der Tafeln bisher von der offiziellen Politik überhaupt nicht reflektiert wird. Also wir haben ja gerade den Armuts- und Reichtumsbericht jetzt gesehen, da werden die Tafeln nicht erwähnt. Das ist sehr überraschend, wenn wir wissen, dass 1,5 Millionen Menschen die Tafeln heute aufsuchen und das natürlich ein
ein Zeichen ist, dass Armut in diesem Land sehr präsent ist. Es gibt keine Statistiken. Es gibt auch auf die Frage, die 2011 im Bundestag gestellt wurde an die Bundesregierung, worin sie denn die Ursachen dieses Booms der Tafeln sieht, keine Antwort von offizieller Seite. Und das ist eben unser Hauptanliegen, dass das überhaupt mal von der offiziellen Politik jetzt erstmal zur Kenntnis genommen wird, dass auch anerkannt wird, dass es menschenrechtliche Konsequenzen hat. Und wie man damit dann umzugehen ist, das muss dann diskutiert werden. Aus unserer Sicht ist aber eben das Problematische, dass es sich um eine Art von Privatisierung auch des Sozialsystems handelt. Also es passiert immer öfter, dass Menschen, die eben zur Arbeitsagentur gehen, es um die Frage geht nach zusätzlichen Leistungen, dann eben auch an die Tafeln verwiesen werden. Wir haben sehr viele Tausende von 1-Euro-Jobbern, die bei den Tafeln arbeiten. Also es wird immer mehr auch Teil des Systems und der sozialen Sicherheit, wie sie in Deutschland aufgestellt ist. Ob die Erhöhung von Hartz-IV-Sätzen dann die komplette Antwort auf das Problem sein können, das möchte ich bezweifeln. Also solange es die Tafeln gibt, denke ich, werden sie auch genutzt werden. Aber man muss eben die grundsätzliche Existenz erstmal sehr kritisch hinterfragen. Wäre Alternative vielleicht den Menschen Gutscheine zu geben für Bio-Lebensmittel als eine Art Erhöhung? Also wir sind als FIAN grundsätzlich gegen Lebensmittelscheine. Das hatte ich vorhin am Beispiel Asylbewerberleistungsgesetz erklärt. Also jedes System, das praktisch darauf abzielt, dass ich mit Gutscheinen nur in einem bestimmten Laden einkaufen kann, birgt wieder genau die gleichen Aspekte von Stigmatisierung und Ausgrenzung in sich. Also das wäre aus meiner Sicht auf jeden Fall nicht die Lösung. Ja? Also es geht ja insgesamt für uns auch darum, wie ist das Ernährungssystem in Deutschland, in Europa, weltweit organisiert? Wie können wir wieder dahin kommen, dass Bauern auch hier in Deutschland zu ordentlichen Preisen ihre Kartoffeln verkaufen können und nicht die Hälfte der Kartoffeln dann in die Biogasanlage geben müssen? Das sind alles so Faktoren, die alle mit reinspielen und die doch auch sehr kompliziert sind. Deshalb, ich glaube, es wird keine ganz einfachen Lösungen geben. Für uns ist klar, eine Anhebung der Hartz-IV-Sätze wäre eine Hilfe, würde sehr viele Familien auch entlasten. Es wird aber, denke ich, nicht das Problem der Tafeln insgesamt lösen. Das heißt, wenn die landwirtschaftlichen Produzenten hier und auch in den Entwicklungsländern genug haben sollen, um davon zu leben, das heißt auch, wenn jeder auch genug haben soll, um sich die besseren Lebensmittel dann kaufen zu können. Das heißt, insgesamt muss wesentlich mehr dann für Lebensmittel ausgegeben werden, muss eine ganze Menge im Vergleich zu heute auch umverteilt werden. Und für andere Dinge steht dann, die dann vielleicht nicht so wichtig sind, stehen dann natürlich weniger Geld zur Verfügung. Also es ist ja schon auch die Frage, wer verdient heute am Nahrungsmittelmarkt? Und das sind eben in erster Linie die Konzerne, die großen. Also wir sehen das ja, wenn wir in den Supermarkt gehen und dann ja Fertigprodukte, aber auch sei es der Schokoriegel, das sind ja ganz wenige Unternehmen, die das heute in der Hand haben. Also die praktisch den Markt auch sehr stark steuern, die natürlich immer wieder neue Produkte auch auf den Markt bringen. Das heißt, diese ganze Frage der Weiterverarbeitung, das immer noch eins draufsetzen, das ist eher die Schwierigkeit, als dass bei den Grundnahrungsmitteln dahingegen, also Obst, Gemüse, Kartoffeln, Nudeln und so weiter, da geht es ja nicht darum, dass ich jetzt durch ein neues Produkt sehr viel mehr erwirtschaften kann. Das heißt, ich glaube, würde ich jetzt mal die These aufstellen, dass sich an den Preisen der Grundnahrungsmittel nicht so wahnsinnig viel tun wird, wenn wir eben auch das Problem der Nahrungsmittelverschwendung, also dadurch, dass ich eben Produkte wie Kartoffeln, die eben nicht besonders schön anzusehen sind, dass ich die eben wieder auf den Markt bringe. Die landen heute ja einfach gar nicht mehr auf dem Nahrungsmittelmarkt.
Was tut FIAN hauptsächlich gegen den Hunger in Deutschland und was tut FIAN vor allem auch jetzt, wo Deutschland vom UNO-Menschenrechtsrat turnusmäßig überprüft wird? Also wir sind als Menschenrechtsorganisation erstmal eine Unterstützerorganisation. Das heißt, wenn sich Menschen organisieren und Forderungen aufstellen in Bezug auf das Recht auf Nahrung hier in Deutschland oder weltweit, dann unterstützen wir als Menschenrechtsorganisation dabei, zum einen die Probleme menschenrechtlich zu analysieren, zu dokumentieren und dann eben auch internationale oder nationale Menschenrechtsinstrumente anzuwenden, wie jetzt aktuell eben das Überprüfungsverfahren beim UN-Menschenrechtsrat. Da geht es eben darum, dass sich Deutschland der menschenrechtlichen Überprüfung durch den Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen stellen muss. Und wir haben hier eben in Kooperation mit dem kritischen Aktionsbündnis 20 Jahre Tafeln auch einen Bericht eingereicht und auch letzte Woche eine Veranstaltung organisiert, bei der wir eben ganz explizit auf die menschenrechtlichen Probleme in Bezug auf den Boom der Tafeln in Deutschland präsentiert haben. Und wir jetzt eben hoffen, dass das damit auch Gegenstand im Rahmen dieses menschenrechtlichen Prüfverfahrens bei den Vereinten Nationen wird. Wie ist der Zeitrahmen von dem Prüfverfahren? Kann man sich das so vorstellen wie bei Staatenberichten und Parallelberichten zu den einzelnen Menschenrechtsverträgen? Also der erste Schritt war im September letzten Jahres, da konnten eben nicht Regierungsorganisationen, aber auch das Deutsche Institut für Menschenrechte und auch verschiedene Gremien des Europarats haben da Berichte eingereicht, also letzten September schon. Diese Berichte sind dann zusammengefasst worden von dem Hochkommissariat für Menschenrechte in Genf in einen konsolidierten Bericht. Der liegt jetzt eben auch vor und die deutsche Bundesregierung hat eben auch ihren Bericht jetzt eingereicht. Es gab im Dezember noch eine Anhörung in Berlin, organisiert von dem Menschenrechtsbeauftragten der Bundesregierung. Und jetzt liegen eben alle Berichte vor, also sowohl von der Bundesregierung als auch von den Nichtregierungsorganisationen. Und am 25. April wird dann eben in einer Sitzung in Genf die Bundesregierung sich den Fragen der anderen Mitgliedstaaten im Menschenrechtsrat stellen. Das heißt, im Menschenrechtsrat ist etwas anders zusammengesetzt als die Ausschüsse zu den einzelnen Menschenrechtsverträgen. Genau, die Ausschüsse zu den Menschenrechtsverträgen sind ja Expertenausschüsse. Also da sitzen Menschen drin, die aufgrund ihres Fachwissens, ihrer Expertise da hineingewählt worden sind. Im Menschenrechtsrat sitzen Vertreter von Regierungen. Das heißt, wenn wir die Anhörung am 25. April haben, dann werden eben einzelne Regierungsvertreter dann Fragen an die Bundesregierung stellen und auch Empfehlungen abgeben. Und das wird dann entsprechend dokumentiert, festgehalten und die Bundesregierung muss sich dann dazu verhalten, welche dieser Empfehlungen sie denn annimmt. Und muss sich dann bis September dazu äußern, welche der Empfehlungen sie dann umsetzen möchte. Das ist ja spannend. Dieses Jahr sind ja auch noch Bundestagswahlen. Denn das heißt, das kommt ja alles noch vor den Bundestagswahlen. Ja, und wobei ist ja jetzt Bundesthema. Ja, das auf jeden Fall. Also wir hoffen natürlich schon, dass Ende April, wenn das dann in Genf läuft, auch entsprechende Medienberichterstattung ist. Also es sind ja eine ganze Reihe von menschenrechtlichen Fragestellungen angesprochen. Also unseres ist ja nur ein kleiner Teil davon. Schwierig ist es natürlich, dass der Prozess dann zum Abschluss gebracht wird, direkt vor der Bundestagswahl. Dann wird die Aufmerksamkeit wahrscheinlich nicht so groß sein. Und es ist dann auch immer die Frage, wie sich denn gegebenenfalls eine neue Bundesregierung dann eben zu diesen Empfehlungen verhalten wird. Ob sie dann das übernimmt, was die Vorgängerregierung gesagt hat oder ob dann praktisch dieser Prozess auch damit abbricht, dadurch, dass wir eine neue Regierung bekommen. Wo kann man den Bericht, den FIAN beim Menschenrechtsrat eingereicht hat, nachlesen? Das kann man am besten nachlesen auf der Seite vom Deutschen Institut für Menschenrechte. Die haben alle Berichte, die eingegangen sind, da auch dokumentiert.
Und ansonsten natürlich bei uns auf der Seite, das ist einfach vieren.de. Da kann man sich das auch anschauen. Ja, herzlichen Dank für das Interview. Und jetzt bitte ich um Musik. Danke. Ja, danke auch.